Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid zu unserer Veranstaltung mit unseren beiden Piraten, die hier entsprechend gleich die Diskussion zu Artikel 13, wie kann es weitergehen, führen werden. Und natürlich sonst noch mit Sicherheit vieles, was sich ums gerade auch europäischen Teil des Urheberrechts dreht. Möchte ich euch beide mal kurz vorstellen. Das ist einmal unser Patrick Breyer, unser Spitzenkandidat fürs Europaparlament. Bisher entsprechend im Landtag gesessen, dort auch Fraktionsführer gewesen. Ansonsten auch natürlich sehr bekannt für verschiedene Verfassungsklagen und da auch sehr erfolgreich. Als zweiter Diskutant dann hier am Tische gleich in der Diskussion Jonathan Babelotzki, unser Themensprecher für Urheberrecht auf Bundesebene. Ja, und da möchte ich eigentlich direkt an euch übergeben und Feuer frei für eure Diskussion. Bitteschön. Vielen Dank für die Einladung und für die tolle Organisation der Veranstaltung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und wir haben euch ganz viel zu erzählen mitgebracht. Der Vortrag, zu dem ihr uns eingeladen habt, heißt ja Artikel 13 und jetzt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir erzählen zuerst mal was über den Artikel 13 und die Urheberrechtsreform, wie es dazu gekommen ist, und sprechen dann über das und jetzt. Ja, genau. Also es ist ja nicht nur Artikel 13 in der Form, also das ist definitiv der kritischste Artikel von allen. Es gibt noch zwei weitere Artikel, die sehr problematisch sind, 11 und 12. Und ich würde vorschlagen, wir fangen chronologisch an. Gut. Artikel 11 ist das sogenannte Leistungsschutzrecht. Das wurde auch schon auf nationaler Ebene versucht, hat man festgestellt, das hat nicht so funktioniert. Jetzt hat man es auf europäischer Ebene in noch verschärfteren Versionen eingeführt und es geht konkret darum, es wird Presseverlegern und Nachrichtenseiten und Zeitungen das Recht eingeräumt, kürzeste Textausschnitte, wenn es doof läuft, bis zu 3 Worten schützen zu lassen. Sprich, ich habe einen Zeitungsartikel und jeder freie Journalist, jeder, der so eine Nachricht aus der Zeitung zitieren will, muss zunächst eine Lizenz aushandeln, ob er das zitieren darf. Und das ist natürlich ziemlich kritisch, weil es die Pressefreiheit in gewissem Maße einschränkt, weil damit die ganzen Zeitungen das Nachrichtenmonopol im Endeffekt haben. Und ja, ich sehe die Gefahr vor allem halt auch darin, wo verlinkt wird auf solche Zeitungsartikel, weil gerade in den sozialen Netzwerken ist es ja bisher so, dass so eine Vorschau immer angezeigt wird bei einem Link, also die Überschrift und vielleicht das Foto von dem Beitrag und vielleicht die ersten Worte da. Und wenn man jetzt nur noch 3 Wörter angeben darf zu so einem Link, weiß man überhaupt nicht, worum es geht. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass halt gerade die Qualitätsmedien weniger verlinkt werden, obwohl im Internet schon genug Müll kursiert und wir wollen ja eigentlich Fake News entgegenwirken. Ich glaube, mit so einem Leistungsschutzrecht machen wir wirklich das Gegenteil. Ja, definitiv. Wir machen das Gegenteil. Wir sorgen für weniger Qualität, für eine Ausdünnung des Nachrichtenangebots im Internet. Und das ist im Endeffekt eine Maßnahme, um den klassischen Medien das Nachrichtenmonopol zurückzugeben, wie es vor der Zeit des Internets schon war. Und ja, keine schöne Geschichte. Ich erkläre das mal kurz. Ich mache das mal ein bisschen an einer Parallele zur analogen Welt. Wir nehmen jetzt beispielsweise einen Taxifahrer, der fährt einen Kunden zu einem Zeitungskiosk. Und der Kunde steigt aus, geht zum Kiosk, kauft sich da eine Zeitung, geht zurück zum Taxifahrer. Der Kioskbetreiber rennt ihm hinterher, rennt zum Taxifahrer und sagt, hey, gib mir mal bitte ein bisschen Geld dafür, dass du mir gerade den Kunden zum Kiosk hergefahren hast. Das ist im Endeffekt das Leistungsschutzrecht auf die digitale Welt übertragen, wo wir jetzt beispielsweise Plattformen wie Google oder andere Suchmaschinen haben, die jetzt den Kunden auf die Nachrichtenseite fahren. Und die Intention von diesem Leistungsschutzrecht, gemäß wie die Presseverleger das vertreten, ist halt, dass sie schön von Google Geld dafür hätten, dass es die Leute auf die Seite schwemmt. Klar, in der analogen Welt würde der Kioskbetreiber dann halt sagen, so würde der Taxifahrer so sagen, so nö, warum soll ich denn überhaupt zum Kioskbetreiber fahren? Dann sage ich, ich laufe da halt selber hin. Und das ist auch in der digitalen Welt passiert, als es auf nationaler Ebene eingeführt wurde. Ja, also in Deutschland, wo es zuerst eingeführt wurde, hat es dazu geführt, dass ein endloser Prozess anhängig ist. Das heißt, bisher hat zum Beispiel Google News jetzt nichts gezahlt an die Verlage. Und in Spanien hat es sogar dazu geführt, dass Google News komplett abgeschaltet wurde, die spanische Ausgabe. Also, dass das wirklich zu Mehreinnahmen führt, hat sich bisher
nicht bewahrheitet und es wird sicherlich auch die Krise in der Pressebranche jetzt nicht nachhaltig verändern. Und das große Problem ist natürlich auch der Kollateralschaden, der damit entsteht. Wir hatten zum Beispiel mehrere Startups damals auf nationaler Ebene, die insolvent gegangen sind, weil, wie gesagt, sie mussten erstmal eine Lizenz aushandeln. So, also gehst quasi zu Axel Springer hin, sagst, hey, dein Zeitungsartikel, ich will daraus zitieren. Sagt Axel Springer, gut, dann zahl mir bitte 1 Million Euro Lizenz dafür. Und die es dann gezahlt haben, irgendwann hatten sie kein Geld mehr. Oder reicht halt dann auch dafür zu sagen, so, hey, nee, ich zahle das Geld nicht, gut, dann darfst das nicht zitieren. Das ist dann natürlich definitiv eine harte Einschränkung der Pressefreiheit auch. Wir haben zum Beispiel Bildblog.de, ein Kritikblog für Axel Springer Zeitung da, und ja, könnte im Endeffekt jetzt Axel Springer seine Kritiker entledigen, indem sie einfach sagen, hey, für alles, was ihr zitieren wollt, müsst ihr eine Unsumme zahlen, oh, könnt ihr euch nicht leisten, ja, dann dürft ihr uns halt nicht mehr zitieren. Und keine schöne Sache. Ja, und wo wir gerade beim Thema Geld sind und Pressefinanzierung, da kommen wir schon fast auf den Artikel 12 zu sprechen. Denn es wird ja immer gesagt, diese Urheberrechtsreform soll den Urhebern dienen und ihre wirtschaftliche Stellung stärken. Und der Artikel 12 macht genau das Gegenteil. Willst du es erklären? Ja, Artikel 12, wir haben noch keinen griffigen Namen dafür gefunden, leider. Also Artikel 12 besagt, allein die Tatsache, dass du irgendein Recht oder irgendeine Lizenz an einen Verwerter weitergegeben hast, reicht dafür aus, dass der Verwerter Ausgleichszahlungen verlangen kann, Anspruch auf Ausgleichszahlungen hat. Mach ich mal wieder ein schönes Beispiel in der realen Welt, diesmal keine Parallele, sondern ein tatsächliches Beispiel. Wir haben irgendeine Band, ja, eine kleine Band, die hat ein Konzert organisiert und abzüglich der Ausgaben für Miete und alles, mit den ganzen Einnahmen kommen 50 Euro bei rum und mit denen gehen sie nach Hause. Was jetzt Artikel 12 macht, ist, diese Band hat jetzt beispielsweise ihre Songs auf YouTube, auf Spotify, auf Google Music und sonst wo hochgeladen, und allein die Tatsache, dass sie es da hochgeladen haben, also eine Nutzungslizenz weitergegeben haben, reicht jetzt für diese Plattform aus, dass sie einen Ausgleichsanspruch an diesen 50 Euro, die der Band übrig bleiben hat. Genauso natürlich auch in der ganzen Buchgeschichte, also ich bin jetzt ein freier Autor, habe ein Buch geschrieben, gehe jetzt zu meinem Verlag und gebe das Buch jetzt hier in Druck. Und im Endeffekt hat der Verlag jetzt, ohne, egal was ihr im Vertrag ausgemacht habt, einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen daran. Die Entstehungsgeschichte von dieser Vorschrift ist ganz interessant, denn es ist ja so, das wisst ihr vielleicht, wenn man für private Zwecke meinetwegen Fotokopien macht oder CD-Rohlinge kauft, da gibt es immer eine Abgabe für zur Entschädigung der Urheber. Und die Verwertungsgesellschaften sammeln diese Privatabgaben, es gibt auch welche für die Wissenschaft, sammeln die ein und leiten die sozusagen weiter. Ursprünglich haben sie aber nur einen Teil weitergeleitet davon, bis einer geklagt hat und ein Urteil erstritten hat, wonach diese Entschädigungszahlungen vollständig an die Urheber weitergeleitet werden müssen. Und um das zu umgehen und auszuhebeln, hat man wieder mal die EU-Schiene benutzt. Und das Ergebnis ist jetzt, dass, glaube ich, bis zu 50% könnten es sein, dieser Ausschüttung an die Urheber quasi einbehalten werden könnten. Genau, also diese 50% ist eine Zahl, die von, wir haben da ein paar Autoren, die sich an Juristen und Mathematiker gewandt haben und geschaut haben, was wäre denn das jetzt für mich? Und da kamen diese 50% bei rum. Es gibt in Artikel 12 allerdings keine Deckelung, sprich es kann auch das gesamte Geld, was du an Einnahmen hast mit deinem eigenen Werk, jetzt von Plattformen, denen du eine Nutzungslizenz gegeben hast, entzogen werden. Also die Ausgleichszahlungen, die sind nicht gedeckelt, die können auch wirklich die betreffen die kompletten Einnahmen. Und wenn du jetzt genügend Leuten jetzt zum Beispiel dein Lied hochgeladen hast und gesagt hast, hier, ihr habt eine Nutzungslizenz, kann es auch passieren, dass du jegliche Einnahmen, die du mit deinem Werk hast, dass sie dann halt alle an die Plattform rübergehen und du am Ende mit null rauskommst. Frage dazu? Ob es sein kann, dass man mehr abdrücken muss, als man eingenommen hat, das kann ich verneinen, weil Anspruch auf Ausgleichszahlungen kannst du nur von etwas Ausgleichszahlungen nehmen, was du eingenommen hast. Ja, man könnte jetzt vom Umsatz ausgehen, das ist natürlich eine Überlegung, das ist dann eine Frage der Umsetzung im nationalen Recht. Ich denke allerdings kaum, dass irgendein nationaler Gesetzgeber das jetzt am Umsatz und nicht an den Einnahmen festmacht.
Aber ich glaube, man sieht daran sehr gut, in wessen Interesse diese Urheberrechtsreform eigentlich liegt. Denn wir Piraten sagen ja schon immer, dass was wir am Copyright reformieren wollen, ist nicht nur die Nutzerrechte zu stärken, sondern eben auch die Rechte der Kreativen zu stärken gegenüber den Verlagen und Verwertungsgesellschaften. Und diese Reform macht genau das Gegenteil. Sie schwächt die Nutzerrechte und die Rechte der Urheber und hat eigentlich nur im Blick die Einnahmen und den Profit der Industrie. Und das wird besonders deutlich eigentlich bei dem nächsten Artikel, Artikel 13, da geht es nämlich um die Nutzerrechte. Genau, also wir haben schon gesehen, Artikel 12 sorgt dafür, dass die Urheber von ihren Werken noch weniger Einnahmen haben als je zuvor und mehr oder weniger automatisch in Knebelverträge gesteckt werden, ohne dass sie sich verarschen lassen müssen, sondern das ist dann per Gesetz schon so. Und naja, Artikel 13 fasst das Ganze noch weiter, der geht jetzt gegen die Plattformen, wo die Nutzer alle ihr Zeug hochladen können. Und ich meine, wir sind uns einig, dass nicht jeder normale Nutzer sich eine Webseite erstellen kann, um seine Inhalte zu präsentieren und eigentlich die große Mehrheit an Menschen darauf angewiesen ist, irgendwo ihre Inhalte zu veröffentlichen, oder? Ja. Ja. und Artikel 13 geht jetzt so weit, dass es quasi, dass das Provider-Privileg für Plattformen aufgehoben wird. Wir haben aktuell das sogenannte Take-Notice-and-Take-Down-Verfahren, sprich, sobald eine Plattform mitbekommt über eine Meldenfunktion oder was weiß ich was, da ist Inhalt, der nicht auf meiner Plattform sein darf, muss die Plattform in dem Moment das Ganze runternehmen. Und Artikel 13 macht jetzt eine kleine Umdefinierung und sagt, die Plattform muss es im Endeffekt im Moment. Und das geschieht über einen juristischen Trick. Man hat nämlich in Artikel 2 der Urheberrechtsreform gesagt, die Plattformen präsentieren die Inhalte alle selbst. Also man hat jetzt quasi gesagt, nicht der Typ, der es hochlädt, lädt es hoch, sondern die Plattform lädt es hoch und der Typ, der hochlädt, den tun wir quasi so umdefinieren, als das ist die Plattform. Und dementsprechend sagt man, die Plattformen sind für alles, was auf ihnen drauf ist, voll in Haftung. Und im Endeffekt werden die Plattformen dazu aufgefordert, mit allen Rechteinhabern des Planeten, mit allen Urhebern Lizenzverträge zu schließen. Das sind nach aktuellem Bevölkerungsstand 8 Milliarden, 7,5 Milliarden. Ich habe die aktuelle Zahl nicht. Allerdings, ich denke, keine Plattform ist in der Lage, jeden einzelnen Menschen hier anzusprechen und eine Lizenzverhandlung zu führen. Und es reicht dann nur ein einziger Mensch, der dann sagt, nee, ich gebe euch keine Lizenz. Und zack, müssen die dafür sorgen, dass halt alles von dem überhaupt nicht auf der Plattform erscheint. Und da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wie man das erreichen kann. Die erste ist, indem man den Dienst einfach einstellt im europäischen Raum, was bereits einige Unternehmen schon angekündigt haben. Die zweite ist eine sehr unrealistische Methode. Es geht nur bei ganz, ganz kleinen Plattformen, dass du alles von Hand prüfst, von Menschen aus. Und die dritte sind sogenannte Upload-Filter, also Technologien, die überprüfen, ist das hier schon mal irgendwo im Internet gewesen und wenn es das so ist, dann darf es sich hochgeladen werden. Apropos kleine Plattformen, es gab doch mal Streit darüber, ob die ausgenommen werden sollen. Auch unsere Regierung war doch mal dafür. Was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen bei diesen Ausnahmen? Genau, also es gibt eine Ausnahmeregelung, die tatsächlich eingeführt wurde. Allerdings ist sie ein ziemlicher Witz und so gut wie gar nichts fällt darunter. Also es muss nur eine von drei Sachen erfüllt sein, damit die Ausnahme nicht gilt. Nämlich die Plattform muss entweder älter als 3 Jahre sein, das ist so gut wie jede Webseite. Falls sie jünger als 3 Jahre ist, muss sie weniger als 5 Millionen Besucher in einem Monat haben. Das trifft auch auf die wenigsten Seiten zu. Und falls sie weniger als 5 Millionen Besucher hat und jünger als 3 Jahre ist, muss sie zudem noch weniger als 10 Millionen Euro Umsatz haben. Gut, für einen Privatmenschen ist das viel, aber es gibt eine ganze Menge Plattformen, da ist das dann das schlagende Argument, wo es dann heißt, hier zack. Und im Endeffekt, diese Ausnahmen treffen auf so gut wie keine Webseite zu, selbst die Blumenverkäuferin von nebenan, die einen kleinen Blog über wie schneide ich die Orchideen führt und der Blog ist älter als 4 Jahre, muss dann dafür sorgen, dass ihr Kommentarbereich von ihrem Blog gefiltert wird. Ja, und solche Textfilter gibt es ja im Grunde genommen auch noch gar nicht, ne? Ja, also aktuell gibt es Filter für Musik auf YouTube, also für Audio, das sogenannte Content-ID-System. Es hat 60 Millionen Euro in der Entwicklung gekostet, Google. Und selbst dieses System, das ist das Beste auf dem Markt, wird den Ansprüchen der Reform nicht gerecht. Und das ist natürlich
ein Armutszeugnis, kann man fast schon sagen. Man hört es auch raus bei Politikern wie Axel Voss, Berichterstatter für die Reform, CDU-Politiker. Ich denke, hier ganz bekannt. Ich bin hier, als ich angereist bin, erstmal halb vom Stuhl gefallen, als ich aus der Tram ausgestiegen bin und überall sein Gesicht gesehen habe. Also mein Beileid, dass der direkt von euch vor Ort kommt. Wir sind übrigens eingeladen zu einer Podiumsdiskussion mit Axel Voss hier. Irgendeine Schule veranstaltet eine. Aha. Und ich kann da leider nicht, aber ein anderer Kandidat von uns wird sich mit ihm duellieren können. Ich habe schon viel Spaß gewünscht. Ja, da bin ich schon gespannt. Also Axel Voss hat kommentiert, seiner Meinung nach musste man die Existenzberechtigung von Plattformen wie Facebook, Instagram und YouTube in Frage stellen. Und das wäre dann erste Lösung, indem du halt sagst, nee, wir brauchen keine Uploadfilter, die Webseiten sollen einfach ganz schließen. Es ist halt eine ziemlich internetfeindliche Einstellung. Ich glaube eigentlich ehrlich gesagt auch, dass es den Verlegern bei dieser Urheberrechtsreform gar nicht unbedingt um Mehreinnahmen geht. Das ist nämlich nicht der große Wurf. Eigentlich wollen sie die Konkurrenz gängeln damit und schwächen. Denn im Endeffekt kämpfen ja beide um den Werbemarkt. Mhm. Also das, was Google an Werbebudget da einzieht, das fehlt natürlich den Verlagen. Das kriegen die nicht mehr an Werbung. Und deswegen ist ihr Ziel eigentlich wirklich, die Internetkonzerne zu schwächen. Und das ist eigentlich das, was hinter dem Ganzen steht. So anders kann ich mir nicht vorstellen. Man hat ja dann übrigens interessanterweise, als der Protest laut wurde von der Wikipedia, hat man Wikipedia rausgenommen. Als dann GitHub protestiert hat, hat man GitHub rausgenommen. Also das sind so völlig willkürliche Ausnahmen, die eingezogen wurden, aber eben nichts an der grundlegenden Kritik ändern, dass eben nicht mehr Notice and Takedown gelten soll, sondern eigentlich zuerst Takedown. Und dann kann man sich beschweren drüber, wenn man was doch wieder hochstellen will, was gefiltert wurde. Ja, das ist eine ganz interessante Situation. Also quasi die Gesetzgebung fordert jetzt, wenn deine Inhalte, die du hochladen willst, alle zensiert und nicht hochgeladen werden wegen jetzt einem Filteralgorithmus, muss die Webseite einen zweiten Filteralgorithmus zur Verfügung stellen, der dann überprüft, ob es jetzt rechtsmäßig gesperrt wurde. Und ich meine, da kann man jetzt sagen, wenn der erste Filter schon nicht funktioniert, wie soll es denn ein zweiter? Oder wenn der zweite funktionieren sollte, dann wird es ja keinen Sinn machen, dass du zwei einzelne Filter hast. Und ich denke, da hat einfach die Politiker hatten einfach kein Technikverständnis beim Erstellen der Reform. Also ich denke, es wird tatsächlich darauf hinauslaufen, jetzt wo wir gerade bei YouTube sind, die prominenteste Plattform in der ganzen Diskussion, die ja auch angekündigt hat, dass im europäischen Raum nur noch Unternehmen Inhalte hochladen werden dürfen. Oder Twitch, was gesagt hat, dass das Angebot in der EU komplett gesperrt wird. Darauf wird es hinauslaufen, dass du im Endeffekt, dass die meisten Webseiten halt sagen, hey, alles was ein Unternehmen ist, wo ich mir sicher sein kann, da sind Anwälte, die alles abklären, die dürfen Zeugs hochladen. Und die privaten Nutzer, dieses Broadcast yourself, wird mehr oder weniger komplett aufgehoben. Und klar, da kommen wir zur Konkurrenzausdünnung, wenn im Endeffekt YouTube und Facebook und was weiß ich, was alles noch gibt, nur noch ein zweites Fernsehen werden, wo alle Medienkonzerne ihr Zeug den Bürgern zur Verfügung stellen und die Bürger nicht mehr selber was veröffentlichen können, dann bist du wieder in der alten Welt, wo die Medien die absolute Kontrolle darüber hatten, was Tagesthema ist. Und ein Wort will ich doch noch zum Datenschutz ergänzen. Das ist ja mehr ein Herzensanliegen und auch der Bundesdatenschutzbeauftragte hat sich dazu geäußert. Die Befürchtung ist einfach, dadurch, dass YouTube diesen Filter entwickelt hat, diesen Content-ID-Filter, und es nichts anderes Vergleichbares gibt oder der halt Stand der Technik ist, befürchtet man, dass alle anderen Plattformen dann auch den Filter von YouTube letztlich einbinden müssen und damit YouTube selbst. Und das würde eben bedeuten, dass auch wenn ihr auf anderen Plattformen Videos seht oder Content betrachtet, dass trotzdem eure Daten, also wofür ihr euch interessiert habt, was ihr gelesen habt, trotzdem alle bei Google zentralisiert landen. So ähnlich wie Facebook versucht, sich in jede Seite einzuwanzen. Und das ist natürlich datenschutzrechtlich ein riesiges Problem und bewegt übrigens auch das Gegenteil davon, Google zu schwächen, was man ja will, sondern verschafft denen sogar noch mehr Einnahmen und noch mehr Datenmacht letzten Endes. Also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich vielleicht bezweckt hat damit. Ja, die Reform verpflichtet ja noch nicht mal Google, seinen Filter anderen Seiten zur Verfügung zu stellen. Und da könnte es jetzt auch dann so ausgehen, dass wir irgendwie eine Plattform haben wie Vimeo oder Dailymotion, die dann hingehen und sagen, hey, bester Stand der Technik, ist nur ein Filter, auf den es zutrifft, das ist Content-ID von Google. Liebes Google, gebt ihr uns eine Nutzungslizenz für euren Filter? Google sagt so, ja, das könnte teuer werden oder nee, wir haben gerade keine Lust drauf. Und Dailymotion und Vimeo stellen ihr Angebot dann in
Europa ein und das Einzige, was dann an Videoplattformen bleibt, ist dann, ups, YouTube. Also klar, wir haben hier definitiv eine ganze Menge Konzerne, hauptsächlich klassische Medien, aber natürlich auch Google, die wirklich dann die Macht im Internet haben, das Medienmonopol im Internet haben, und die Bürger, die werden mehr oder weniger ausgesperrt. Und eine Sache möchte ich noch zu Upload-Filtern sagen, Overblocking sagt dir sicher was. Overblocking ist, also da gibt es ein ganz schönes Beispiel. Wenn jetzt hinbekommt, die Gedanken sind frei, dieses ein altbekanntes Lied in genau der richtigen Tonfolge zu singen, also wirklich die Töne perfekt trifft, wird euer Video, eure Audio auf YouTube sofort gesperrt, weil irgendjemand an die Gedanken sind frei Rechte geclaimt hat. Eigentlich ist es ein Volkslied, aber weil irgendjemand hier sich das gesichert hat, kann man es dann nicht hochladen. Aber es geht noch krasser mit Overblocking. Das wirklich prominenteste Beispiel: Du machst draußen ein Video und im Hintergrund zwitschert eine Amsel. Und es gibt geschützte Videos in Urheberrechtsdatenbanken, wo Amseln im Hintergrund pfeifen. Und dann kommt Content ID hin und sagt: Hey, irgendwoher kenne ich diese Tonspur. Und blockiert es dann. Und obwohl du nicht mal was zitiert hast oder dein Recht auf Parodie oder sonst was wahrgenommen hast, wird es dann im Endeffekt gesperrt, weil die Amseln irgendwie alle gleich klingen für den Filter. Und das ist ziemlich verrückt. Wir haben eine Frage. Bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, wie gut funktioniert da das wieder entsperren oder blockiert YouTube die Sachen endgültig? Und generell zum Artikel 13, das Ziel ist ja, die Plattformanbieter zum Abschluss von Lizenzen zu zwingen. Wie sieht das jetzt aus, wenn derjenige, der etwas hochlädt, die erforderlichen Lizenzen hat, braucht dann die Plattform immer noch eine Lizenz, damit das da gezeigt werden darf, oder? Das sind jetzt zwei Fragen. aktueller Stand ist, dass es kommt immer auf die Größe drauf an, also wenn wir jetzt bei YouTube bleiben. Wenn du jetzt so ein kleiner Furz bist mit 20 Aufrufen, dann für gewöhnlich der YouTube-Support, der reagiert da nicht unbedingt. Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die was hochladen, was dann zu Unrecht gesperrt wird. Hingegen, wenn du jetzt einer der YouTube-Größen bist, mit Milliarden von Aufrufen, mit Views, dann hast du die Situation, dass du halt dann schön Twitter-Tweet absetzt und hey, YouTube-Support, mach da mal was, mein schönes Video wurde zu Unrecht gesperrt, und wir kennen es, umso mehr Reichweite du hast, umso schneller werden deine Anliegen gehört. Allerdings, der Regelfall ist, also beim Großteil der Leute, die halt alle klein sind, wenn es zu Unrecht gesperrt wird wegen einem Zwitschern im Hintergrund oder so, ja, dann war es das halt für dich, und du wartest dann 4 Monate, bis du eine Antwort kriegst, und ja, und die fällt nicht unbedingt positiv aus. Es gibt Fristen für Löschungen im NetzDG, aber es gibt keine Frist für die Bearbeitung einer Beschwerde, dass du was nicht posten darfst. Also kannst du dir denken, das dauert lang. Zu der zweiten Frage, was war deine zweite Frage? Das Ziel von dem Artikel 13 ist ja so ein bisschen auch, dann die Plattformen dazu zu zwingen, Lizenzverträge abzuschließen. Wenn man eine Lizenz hat, ob das dann auch blockiert wird. Lizenzen hat, braucht die Plattform dann immer noch eine? Also wir vermuten eben so ein bisschen, dass privilegierte Kanäle, kommerzielle Kanäle diese Filter abgeschaltet kriegen, weil man bei denen davon ausgeht, dass sie sich die nötigen Lizenzen besorgen, und dass aber der normale Nutzer, der normal hochlädt, dann ausgefiltert würde, und du müsstest dann quasi YouTube vorher nachweisen, dass du eine Lizenz hast, bevor sowas freigeschaltet wird, nehme ich an. Naja, gemäß auf einem Brief von der CEO Susan Wojcicki werden die Privatnutzer in Europa einfach ausgesperrt. Dementsprechend, aber es ist nicht nur YouTube, das es betrifft. Also urheberrechtlich geschützt sind ja nicht nur Tonspuren oder Videomaterial, sondern du kannst auch ein Gedicht zum Beispiel urheberrechtlich schützen. Und da hast du dann die schöne Situation, du hast jetzt Beispiel Radio Lora mit einer Kommentarfunktion zu den Radiobeiträgen, und auch die müssen jetzt sicherstellen, dass keiner, der kommentiert, irgendwie was urheberrechtlich Geschütztes postet. Oder bestes Beispiel, wir haben auf Piratenpartei ein Diskussionsforum. Und wir sind auch definitiv kommerziell, weil wir haben Spenden als Partei, und wir müssen dann quasi bei jedem Forenbeitrag überprüfen, ob irgendein Text, irgendein Bild, irgendwas, was hochgeladen wird, urheberrechtlich geschützt ist, müssen quasi auch einen Upload-Filter installieren.
Ich finde, wir sollten auf unsere nächste Demo mal unsere Eltern mitnehmen. Und ich glaube, denen würde ich das so erklären, dass ich sage, ihr teilt doch auf WhatsApp immer diese lustigen Filmchen da, diese Videoausschnitte. Ist euch eigentlich klar, dass das urheberrechtlich geschützt ist und dass da nichts mehr mit lustig ist, wenn das durchkommt? Mhm. Ja, und natürlich lässt sich das Ganze auch wunderbar ausnutzen, wenn du jetzt erstmal so ein System installiert hast, dass quasi du eine fette Datenbank hast, wo hier irgendwie alles, was urheberrechtlich geschützt ist, gespeichert ist und dann nutzt jeder hier Googles Filtersystem, muss jetzt einfach nur Coca-Cola hingehen, lädt sich die jüngste Kritik-Doku runter, lädt die in die Urheberrechtsdatenbank hoch und zack, ist aus dem kompletten Internet verschwunden. Oder ich tue einfach 1:1 irgendeinen Forenbeitrag, der mir nicht passt, kopieren, urheberrechtlich schützen lassen, sagen, das ist meins, ab in die Datenbank damit und das ist raus aus dem Internet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen? Und da haben wir euch eine Timeline mitgebracht. Genau, da haben wir eine schöne Timeline vorbereitet, um den ganzen Prozess erstmal so, wie das alles abgelaufen ist, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Angefangen hat alles am 14. September 2016. Da hat die EU-Kommission die Urheberrechtsreform quasi vorgeschlagen in der ungefähr der Form, die sie gab. Also wir hatten 2011 hatten wir einen 84-Punkte-Plan erarbeitet. Ja, Ende 2011 war das. Andy Popp war dafür verantwortlich. Damals, meinen Posten hatte er damals. Und er hat zusammen mit Professoren, mit Vertretern von Verwertungsgesellschaften, mit Künstlern, mit Piraten natürlich und allen möglichen anderen, die jetzt mit Urheberrecht zu tun haben, einen 84-Punkte-Plan ausgearbeitet zur Verbesserung des Urheberrechts für Allgemeinheit und Urheber, zum Schutz der Kreativen. Und das wollten wir damals ins EU-Parlament einbringen und stattdessen hat die Kommission sich gedacht, so können wir nicht machen, wir müssen die Konzerne schützen, weil kann ja nicht angehen, dass man die ein Stück weit Rechte wegnimmt zugunsten der Urheber und der Nutzer. Und dann hat man halt am 14. September gesagt, hier, wir haben hier ein schönes Gesetzespaket, eure ganzen Vorschläge sind da alle nicht drin, aber es gibt ja keine anderen Vorschläge, wir tun jetzt so, als hätten wir das, was die Piraten immer an uns rantragen, gar nicht gesehen. Der EU-Kommissar, der damals den Vorschlag vorgestellt hat, war übrigens der Günther Oettinger und der hatte im Vorfeld, das wissen wir aus Statistiken, zu 80-90% mit Industrievertretern gesprochen und nur zu 10% mit Vertretern der Zivilgesellschaft, Verbraucherzentralen und so weiter. Und das erklärt natürlich auch dann das, was im Kommissionsvorschlag drin stand. Da stand nämlich schon Leistungsschutzrecht und Uploadfilter drin. Ja klar, die Zivilgesellschaft zahlt ja auch keine hohen Sprechergehälter. auf jeden Fall, es hat nur 16 Tage gedauert, nachdem der liebe Oettinger mit der EU-Kommission diese Reform vorgeschlagen hat. Und schon gab es 40 Wissenschaftler aller möglichen renovierten Universitäten, die gesagt haben, hey, was ihr da gebracht habt, das ist echt schädlich, sowohl für die Wissenschaft, für die Nutzer, für die Urheber. Das könnt ihr doch nicht bringen. Wurden nicht gehört, die Wissenschaftler. Schon am 29. November hat 2016 dann der Rechtsausschuss das Ganze durchgewunken und gesagt, ja, super Reform, machen wir. Eigentlich 16 Tage und nur Kritik hätten die sagen müssen, okay, das überarbeiten wir, nur irgendwie ist das nicht passiert. Dann ist es weitergegangen am 12. Januar 2017, das ist auch dann die Geschichte gewesen, wo ich zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden bin, hat die Cambridge University unter Führung von Dr. Christina Angelopoulos eine Studie veröffentlicht, wo sie festgestellt haben, diese Reform, die der liebe Oettinger mit seinen Kollegen da auf den Weg gebracht hat, steht in Konflikt mit der EU-Grundrechtecharta und sämtlichen Direktiven, unter anderem auch mit dem Provider-Privileg und mit dem Recht auf Meinungsfreiheit etc. Und das war natürlich dann erstmal ein bisschen, hast du eine schöne Metapher dafür? Das hat dich ja offenbar wachgerüttelt, insofern war das eine gute Stellungnahme. Ja, es hat vor allem, denke ich, die Parlamentarier getroffen, weil die dann festgestellt haben, wir können das jetzt so durchdrücken, wie wir wollen. Am Ende wird sofort vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Ich meine, wir kennen da einen Kandidaten, der da sehr gerne klagt. Kommen wir noch dazu. Ich denke, also die haben sich da gedacht, du, da gibt es so einen Patrick Breyer von den Piraten. Das ist dann sofort wieder weg, wenn es hier im Konflikt steht, wenn es sogar die Cambridge University bestätigt hat. Was hat man dann gemacht? Ja, man hat überlegt und im Juni, am 15. 2017, hat man den alten
altbekannten Axel dann als Berichterstatter gewählt, hat ihm mehr oder weniger den Auftrag gegeben, ja, schau mal, da gibt es so eine Studie und wegen dem könnte die Reform nicht durchkommen. Kannst du vielleicht im juristischen Fuß alles so ein bisschen umformulieren, dass es immer noch die gleichen Forderungen sind, aber es nicht mehr gekippt werden kann? Und das ist dann mehr oder weniger auch passiert, wie wir schon vorhin gesagt haben, mit dieser Umdefinierung in Artikel 2. Und ja, es hat auch nicht weiter lange gedauert. Am 16. Oktober 2017 sind dann 50 Nichtregierungsorganisationen auf den Plan gekommen und haben heftige Kritik geäußert, haben festgestellt, hey, die Forderungen sind ja immer noch das Gleiche. Es ist dasselbe, nur in Grün, nur mit Umdefinierungen. Und am 14. März 2018, wie du vorhin schon angesprochen hast, ist dann GitHub auf den Plan gekommen und hat erstmal einen ganz großen Teil der Netzgemeinde auf das Ganze aufmerksam gemacht. Man muss dazu sagen, wir von Piraten haben jetzt nicht die größte Reichweite. Deswegen war das so der Moment, wo das als GitHub Protest gefahren hat, das im größeren Teil der Netzgemeinde erreicht hat. Und das hat dazu geführt, dass sie quasi in die Reform reingeschrieben haben, GitHub ist ausgenommen, einfach damit die aufhören zu stunkern. Und aber damit war es nicht gegessen. Am 6. April 2018 hat der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen ein Statement, eine Erklärung verfasst unter der Führung vom Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit David Kai, wo es dann hieß, dass die Reform nicht mit der UN-Menschenrechtserklärung vereinbar ist. Ich meine, da gibt es hier schöne Geschichte, EU-Grundrechtecharta ist ja rechtlich bindend, nur die UN-Menschenrechtserklärung halt leider nicht. Allerdings ist es halt schon eine ziemliche Aussage, wenn der UN-Menschenrechtsausschuss eine Erklärung bringt, ja, hey, das ist jetzt nicht so cool, was ihr da veranstaltet habt. Und später haben sie das dann nochmal spezifiziert beim Trilogprozess, ganz aktuell jetzt 2019, kam dann die Aufforderung, die EU möge die Reform bitte mit internationalen Standards für Meinungsfreiheit in Einklang bringen. So viel dazu. Am 6. April 2018, obwohl jetzt GitHub wieder beruhigt war, weil sie quasi ausgenommen wurden, 20 Tage später sind dann die nächsten Professoren gekommen, 25 von allen möglichen renommierten Universitäten mit deren Teams, 145 weitere Organisationen und haben wieder Haufen öffentliche Briefe geschrieben, haben gesagt, hier, wir schließen uns der Einschätzung vom Menschenrechtsausschuss an. Liebe EU, tut euch doch bitte dieses Reformpaket nochmal überlegen. Naja, ist leider nicht passiert. 26. Mai 2018 hat dann der Ministerrat, ungeachtet der ganzen Kritik, auch einfach die Reform durchgewunken, hat gesagt, finden wir cool so, was da passiert. Nicht ganz so schön. Also das mit dem UN-Ausschuss finde ich schon interessant, denn es zeigt ja im Grunde genommen, dass wir in Europa eigentlich die ersten weltweit sind, die auf so eine Idee kommen, solche Upload-Filter verpflichtend einzuführen, um Copyright-Verstöße zu verhindern. Also weder China noch Russland hat so ein Gesetz. Ich bin sicher, die werden das jetzt schnell machen. Aber das finde ich schon bedenklich, dass wir da als Erste auf so eine Zensur-Idee kommen. Also das ist ja schon für Europa echt ein Armutszeugnis. Das ist definitiv ein sehr großes Armutszeugnis. Wir hatten ja auch so ein chinesisches Unternehmen, was angeboten hat, dass sie den kompletten EU-Verkehr, also kostenlos VPN anbieten und über China überleiten, um die europäischen Bürger vor Zensur zu schützen. Und dass das aus China kommt. Also China ist ja, was Zensur angeht, so der Vorreiter schlechthin. Dass die dann kommen und sagen, hier, dass ein Unternehmen aus China kommt, ja, wir leiten es über chinesische Server, um die europäischen Bürger vor Zensur zu schützen. Das zeigt dann schon auf, dass da einiges im Argen ist mit dieser Reform. Am 19. Juni 2018 hat dann das Europäische Parlament Google und Facebook eingeladen, um quasi zu hören, was denn deren Meinung zu der Reform ist. Willst du da was zu sagen? Nee? Okay. Okay, ich habe das ein bisschen verfolgt und was mich halt besonders erstaunt hat, weil zu dem Zeitpunkt bin ich ja eigentlich noch davon ausgegangen, dass gerade Google wegen YouTube diese Reform überhaupt nicht will, dass die beiden Firmen, Facebook und Google, massiv für die Reform lobbyiert haben und gesagt haben, liebe europäischen Parlamentarier, diese Reform müsst ihr unbedingt durchdrücken und das hat mich dann schon echt stutzig gemacht. Dazu kommen wir später noch, weil nach außen hin haben die Firmen natürlich beide so getan, als wären sie ganz krass gegen die Reform.
Einen Tag später hat der Rechtsausschuss das Ganze wieder weiter durchgewunken, die veränderte Fassung. Und dann ging es langsam auf die Abstimmung im EU-Parlament zu. Am 5. Juli war die. Und davor, am 3. und 4. Juli, da war wieder Gittard dabei. Die haben sich von der Ausnahme nicht abschrecken lassen, haben nicht ihre Seele verkauft. Auch Wikipedia war dabei, OpenStreetMap und alle möglichen Seiten des freien Internets und haben schwarze Banner geschaltet oder ihre Webseiten komplett abgeschaltet, irgendwelche Infotexte geschaltet und quasi zwei Tage vor dieser Abstimmung enormen Protest gefahren. Das ist natürlich auf die Netzgemeinde übergeschlagen und es war dann so viel Aufmerksamkeit da, dass das Europaparlament für Vertagung der Abstimmung gestimmt hat. Ja, und was ist danach mit der Netzgemeinde passiert? Was ist deine Einschätzung? Ist eingeschlafen oder hat geglaubt, das Thema wäre jetzt vom Tisch. Das war leider ein fataler Irrtum. Das war ein richtig fataler Irrtum, ja. Wir hatten am 26. August 2018 einen europaweiten Protesttag von der Piratenpartei. Und wir hatten alle möglichen Leute angefragt, alle möglichen Vereine. Es hat niemanden interessiert, auch aus der Netzpolitik-Szene. Im Endeffekt, also jetzt meine Erfahrung aus München beispielsweise, wir standen da komplett alleine da. Die GEMA hat sich über uns lustig gemacht, hat Fotos gezeigt von hier, 50 Leute, 25 davon mit Piratenflagge in der Hand, eine Großdemo. Ja, ich hatte das witzigerweise als Großdemo angekündigt gehabt. Das ist so, zu dem Zeitpunkt vor dieser Demo ist mein erstes YouTube-Video entstanden, als ich mir gedacht habe, okay, jetzt mache ich den Aufwand, nehme ein Video auf, schreibe ein Skript runter, habe dann am Ende angekündigt, kommt alle zur Großdemo, kommt alle zur Großdemo und dann standen wir mit 50 Leuten da. Ja, traurige Wendung, weil im Endeffekt hat das dann dazu geführt, dass am 12. September 2018, weil die öffentliche Aufmerksamkeit weg war, das Europaparlament dann, nachdem die Abstimmung vertagt wurde, an dem Tag dann die Reform in den Trilog geschickt hat, also mehr oder weniger so gut wie angenommen hat. Ja, zum Glück ist der EU-Prozess lang, also einfach nur das Annehmen der Reform und den Trilog schicken ist jetzt noch nicht ausschlaggebend dafür, dass es grundsätzlich umgesetzt wird und deswegen ist dann natürlich eine ganze Menge weiteres passiert. Wir haben am 22. Oktober 2018 dann schon vorhin angesprochenes Statement von Susan Wojcicki, der CEO von YouTube. Wo sie gesagt hat, ja, dass YouTube sich möglicherweise dazu gezwungen sieht, im europäischen Raum alle privaten Nutzer auszusperren und nur noch Medienkonzernen das Hochladen von Videos im europäischen Raum ermöglicht. Und das ganze Statement las sich allerdings eher wie eine nüchterne Ankündigung. Also einfach wie ein, so wir denken jetzt, die Reform ist bereits ein Stein in den Sessel, weil der EU-Parlament hat dem Ganzen schon zugestimmt. Und wir, damit unser Ruf jetzt nicht geschädigt wird, sagen wir ja, die EU hat das gemacht und jetzt wird das und das folgen. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Was meinst du, warum hat denn jetzt YouTube ein Interesse daran, Privatnutzer aufzusperren? Also ich glaube, dass sie die schon gerne beibehalten würden, weil das die Community belebt und für sie von Profitinteresse ist. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass so ein kommerzielles Unternehmen am meisten verdient eigentlich mit den unproblematischen Videos, die viele Klicks kriegen und wo sie gut Werbung drauf verkaufen können. Also die haben nicht die Lust und die Zeit und das Geld, um große Prüfungen durchzumachen. Wenn denen was in die Quere kommt, dann löschen die es im Zweifelfall. Mhm. Ja, man muss dazu sagen, die ganzen kleinen Nutzer, die jetzt irgendwie 500 Aufrufe auf ihren Videos haben, kosten mehr, als dass sie dem Unternehmen bringen. Also rein wirtschaftlich gedacht, die ganze Bandbreite, der Strom, Speicherplatz, muss ja nicht die Festplatten alles dazu kaufen, es rechnet sich nicht. Nur warum hält man die kleinen Leute mit auf der Plattform? Weil wenn jetzt heute, also vor Reform, YouTube sagen würde, hey, alle kleinen Leute sperren wir aus, wir nehmen nur noch die ganz Großen, was würde dann passieren? Jeder, auch die Großen, würden aus Solidarität zu einer anderen Plattform rüberwandern und sagen, was soll denn das? Jetzt nach der Reform können sie die EU als Sündenbock hinstellen und machen damit quasi weniger Verlust. Also man muss dazu sagen, YouTube hat seitdem Google die Plattform gekauft hat, keine schwarzen Zahlen geschrieben in den ganzen Quartalen. Die Reform ermöglicht es Google, dass das Projekt YouTube wirtschaftlich wird, indem sie die kleinen Leute die Kosten rausschmeißen. Schuld ist die EU und die Leute, die groß viele Klicks bringen, viele Werbeeinnahmen bringen und unproblematisch sind, die bleiben auf der Plattform und bringen Einnahmen und die ganze Konkurrenz kann die kleinen Leute allerdings auch nicht übernehmen wegen der Reform und das ist dann mehr oder weniger ein Jackpot für YouTube. Susan hat das Ganze einfach nur als öffentlichen Brief geschrieben, der irgendwie halt dann im Internet versauert ist.
Hätten Sie ein Interesse gehabt, jetzt da schon eine Panikwelle loszutreten, hätten die wahrscheinlich erstmal Videos gemacht oder auf der Startwebseite was geschaltet. Ganz interessant, es gibt immer noch kein Banner auf der YouTube-Webseite zu Save Your Internet. Ist nicht passiert. Allerdings, irgendwann ist ein YouTuber namens Wissenswert auf den Plan gekommen, hat diesen offenen Brief gesehen und hat dann erstmal ein Panikvideo geschaltet, in dem er gesagt hat, YouTube wird es 2019 nicht mehr geben. Klar, ein bisschen übertrieben, aber dann ging selbstverständlich die Hysterie los am 2. November. Alle YouTuber haben dann dieses Statement sich durchgelesen und ups, tatsächlich, das steht ja wirklich da, Mist, haben dann ihren Followern, ihren Abonnenten gesagt, hey, meine Existenz ist gefährdet. Und es hat nicht allzu lange gedauert, 3 Tage später wurde schon die Gegenkampagne forciert von Funk. Das ist das Rundfunknetzwerk, das YouTube-Projekt des öffentlichen Rundfunks. Auch eine interessante Sache, die spielen da auch ordentlich mit. Da haben dann YouTuber wie Mr. Wissen2Go und Co. und wen gab es da noch alles? haben dann gesagt, nee, das ist alles nicht so schlimm. Die Leute, die hier sagen, die Reform ist problematisch, sind einfach nur Hysteriker. Es geht um den Schutz von allen und es wird auch keine Upload-Filter geben und alles. Und man hat denen im Video schon so ein bisschen angesehen, dass sie die nicht ganz den angenehmsten und überzeugendsten Gesichtsausdruck hatten, während sie das geredet haben. Aber wenn man halt bezahlt wird... Ja, dessen Brot ich esse, dessen Lied singe ich, ne? Und dann mit dieser Gegenkampagne von Funk ist das Ganze dann wieder versandet und es war eine Zeit dann ziemlich, ziemlich ruhig. Ja, wir hatten dann am 24.11. unsere Internetbeerdigung von Piraten organisiert, hier in München. Da haben wir uns so einen schwarzen Fragolitsack geholt, haben schön Internet ausgedruckt, draufgeklebt, haben eine Plane ausgelegt, eine Beerdigung abgehalten, haben da ein paar Leute eingeladen, aber mehr als die eingeladenen Leute sind da nicht gekommen. Also man hat schon gemerkt, diese Gegenkampagne hat sehr gut funktioniert, weil alle, die was zu Artikel 13 gesagt haben, einfach nur als dumme Hysteriker abgestempelt wurden in der Öffentlichkeit. Und dann standen wir bei unserer Kunstaktion so mit 50 Leuten auf dem Platz. Gut, war nur eine Kunstaktion und keine Demo, von daher nicht weiter problematisch. Nur es war halt schon ein bisschen ernüchternd. War das nicht die Demo, zu der Julian Bam aufgerufen hatte? Ja, das ist witzig gewesen. Also wir haben die mit kleineren YouTubern, zu denen ich persönlich Kontakt habe, organisiert, haben über deren Netzwerke halt versucht, halt Leute noch dazu zu bringen. Und ich habe dann auch eine schöne Beerdigungsrede gehalten gehabt. Die erste Rede in meinem Leben und auch die einzige, die ich hier komplett auswendig kann. weil ich mir das Video im Nachgang so oft angeschaut habe. Also ich habe bei der Rede selbst abgelesen. auf jeden Fall, es war eine coole Aktion. Die Bilder waren schön. Julian Bam, einer der reichweitigen größten YouTuber auf YouTube, hat am Tag davor zu der Aktion aufgerufen, seine Leute, dass sie da hinkommen. Eine Person hat sich auf den Weg gerafft und ist aus Österreich rübergefahren, 5 Stunden lang und ist aufgetaucht, in der Hoffnung, sie würde Julian Bam sehen. Allerdings die ganzen kleinen YouTuber mit so gut wie kaum Reichweite, mit 1000 Abonnenten, haben deutlich mehr Leute mitgeschleppt, als jetzt über Julian Bam mobilisiert wurden. Und da kam dann auch in Nürnberg der Aufruf, bringt 2 Leute, die noch nie auf einer Demo waren, auf eine Demo zur Urheberrechtsreform. Und ihr könnt sagen, ihr habt mehr Leute mobilisiert als Julian Bam. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, also auch wenn diese Internetbeerdigung relativ wenige Leute vor Ort hatten, die Bilder waren doch sehr eindeutig und die Rede hat dann einige Leute wachgerüttelt. Ich habe da zum ersten Mal den Mauervergleich gezogen, wobei den hatte ich schon irgendwo mal bei einer anderen Rede gezogen, aber da öffentlich. Und da habe ich gesagt, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen in meiner Rede. Und Warum ich weiß, dass das ganze Internet das übernommen hat, eigentlich heißt es, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und ganz, ganz viele YouTuber und Blogger haben aber alle dieses Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen übernommen. Und wenn so viele Leute denselben Fehler machen, naja. Das Ganze ist dann wieder ein bisschen hochgekocht. Herr Newstime hat das Ganze hochgeladen, die Videos von der Aktion und andere YouTuber. Und dann ist es wieder in den öffentlichen Fokus gerückt, weil allein diese Zweifel, die wir gestreut hatten mit dem Mauervergleich und möglichen anderen Sachen in dieser Rede, haben die Leute dann gedacht, okay, vielleicht steckt da doch mehr dahinter als nur eine Hysterie. Und das hat dann dazu geführt, dass irgendwann am 1. September 2018 es dann einen Brief von Film- und Sportverbänden gab. Magst du was dazu sagen?
Okay. Also es gab einen Brief von Film- und Sportverbänden, die gesagt haben, nehmt uns bitte komplett aus der Reform raus, wir wollen damit nichts zu tun haben, es ist für uns eine Rufschädigung, mit dieser Reform in Verbindung gebracht zu werden, wir wollen diese Reform nicht, wenn ihr sie schon macht, dann bitte ohne uns. Und das war dann ein Schlag ins Gesicht, weil die CDU-CSU hat immer argumentiert, sie machen es für diese ganzen Filmverbände hier, Fußballliga, die ganzen Urheber und alles, und dann kommt von denen ein öffentlicher Brief, hey, es ist für uns sau rufschädigend, wessen ihr das macht, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir hatten damit nie was zu tun. Und das hat das Ganze dann natürlich noch mehr angefeuert, weil da konnte dann niemand mehr sagen, gut, es handelt sich nicht um Hysteriker, es handelt sich nur um Hysteriker, weil da dann im Endeffekt klar war, die, für die die Reform angeblich sein soll, nicht mal die wollen sie. Nichtsdestotrotz ging es ganz in den Trilog und er wurde auch erfolgreich abgeschlossen. Und dann gab es eine schöne Geschichte mit dem Vorsitzenden der EVP-Fraktion. Wie heißt er nochmal? Manfred Weber. Manfred Weber, genau. Ich hatte den Namen gerade, ist mir kurz entfallen. Auf jeden Fall hat er am 4.3. angekündigt, die Abstimmung vorverlegen zu wollen. Also die Hintergrundgeschichte ist die, wir hatten am 23.3. Großdemonstrationen in ganz Europa angekündigt, also die nächsten Großdemos. Nur das Thema war inzwischen so heiß, dass im Endeffekt absehbar war, dass die Demos auch wirklich groß werden. Und dann hat die CDU-CSU, also vertreten durch Manfred Weber, zufällig Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, wo die CDU-CSU mit drin sitzt, durchsickern lassen, hey, sie wollen die Abstimmung vor die Demos legen, damit möglichst keine Parlamentarier umkippen und nicht mehr lobbyhörig sind, aus Angst Stimmen zu verlieren. Einen Tag später gab es eine ganze Menge Spontan-Demos vor den ganzen CDU-Parteizentralen. Hattet ihr auch eine in Kiel? Nee, aber in Berlin zum Beispiel. In Berlin. Und vor der CSU, zu der Manfred Weber ist CSU-Politiker, genau. Vor der CSU hatten wir auch eine kleine spontane Aktion. Ich habe auf Twitter gefragt, hey, wer hat Lust auf einen kleinen Spaziergang zur CSU-Parteizentrale morgen? Eine Umfrage erstellt, innerhalb von unter 8 Stunden haben da 7000 Leute dran teilgenommen und es war mehr als ersichtlich, ja, das wird was. Wir haben so eine kleine tragbare Box genommen und einen kleinen Spaziergang an der CSU vorbei gemacht, haben dann auf Höhe, wir haben mehrere Parteizentralen von der CSU in München, auf der Höhe einer davon, die ganze Zeit in deren Richtung alle möglichen Sachen gebrüllt. Ich habe auf einer Rede dann schön hier alles erklärt und wir hatten 2500 Menschen innerhalb von weniger als 18 Stunden, die dann da standen, und das ist halt dann schon ziemlich krass gewesen. Und da hat dann Manfred Weber ein Interview rausgehauen bei der ARD, wo es dann hieß, niemand hat vor, die Abstimmung vorzuverlegen. Und dann kurz darauf hat dann Timo Wölken, auch ein Europapolitiker, ein Dokument durchsickern lassen, dass dennoch Manfred Weber nach seinem Interview, wo er gesagt hat, dass niemand vorhat, die Abstimmung vorzuverlegen, danach beantragt hat, eine Abstimmung über die Vorverlegung der Abstimmung abzuhalten. Und das ging dann in die Fraktionsvorsitzenden-Sitzung und die ganzen anderen Fraktionen haben allerdings die EVP-Fraktion auflaufen lassen. Also wirklich, jeder Einzelne hat gesagt, hey EVP, das machen wir nicht mit. Egal, ob wir jetzt für oder gegen die Reform sind, das ist einfach ein ziemlich undemokratisches Verhalten. Das geht nicht. Da hat sich dann auch der Spaß etabliert, bei Demos tut man als Versammlungsleiter am Anfang gerne sagen, man spricht ein Verbot für antidemokratische Vereinigungen aus, und seit dieser Abstimmungsvorverlegung wird da immer auch noch die CSU mit aufgezählt. ja, das Ganze ist flach gefallen, und aber die Abstimmung war leider immer noch erfolgreich. Also wir hatten am 23.3. die europaweiten Demos, die waren auch riesig, allein in München hatten wir 50.000, und magst du noch was darüber erzählen? Also es haben ja an die 100 Städte in Europa dran teilgenommen und zusammengezählt über 100.000 Teilnehmer sind da gewesen, haben auch protestiert. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja auch knapp gewesen bei der Abstimmung, denn es gab ja mehrere Punkte, die abgestimmt worden sind. Bei einer Abstimmung ging es darum, ob sozusagen noch Änderungen an dieser Richtlinie zugelassen werden sollten. Und die wurde mit 5 Stimmen Mehrheit nur verloren, diese Abstimmung. Und dann am Endeffekt wurde abgestimmt, ob die Richtlinie angenommen werden soll. Da haben dann nochmal deutlich mehr Leute für die Annahme leider gestimmt.
Ja, da haben sich auch 10 Leute verwählt gehabt. Also einige haben dann hinterher ihr Abstimmungsverhalten korrigieren lassen. Das kann man im EU-Parlament. Es hat aber auch keine Auswirkungen mehr auf das Abstimmungsergebnis. Das heißt, es ist dann, wird dann eben im Protokoll geändert, aber dass die Abstimmung keine Mehrheit hat, dabei bleibt es. Und wir haben natürlich auch den starken Verdacht, dass das jetzt nicht unabsichtlich war, dieses Verwählen, sondern dass sie sich hinterher nicht dafür rechtfertigen wollten. Und ich will vielleicht noch mal ein paar Worte sagen zu dem, wer wie abgestimmt hat. Denn bei so einem knappen Ergebnis wie 5 Stimmen kommt es ja eigentlich auf jede Stimme an. Und da ist natürlich klar, dass die CDU-CSU geschlossen für die Reform gestimmt hat. Deswegen nie mehr CDU, nie mehr CSU. Interessanterweise bei der SPD hat die große Mehrheit von den deutschen Abgeordneten dagegen gestimmt, beziehungsweise für Änderungen zuzulassen. Es gab aber auch einige, die nicht dafür, oder einzelne, ich glaube eine Person, die nicht dafür gestimmt hat. Und diejenigen, die wirklich geschlossen gegen Upload-Filter gestimmt haben, waren neben der Linken vor allem Vertreter kleiner Parteien, wie unsere damalige Abgeordnete, aber auch die Partei und so weiter und so fort. Interessant war, fand ich, dass bei der FDP, die ja überhaupt nur 3 Abgeordnete im Europaparlament hat, einer davon nicht zur Abstimmung gegangen ist. Und dass bei den Grünen nicht nur 2 die Abstimmung geschwänzt, sondern 2 weitere sogar dafür gestimmt haben für die Reform. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, 5 Stimmen haben gefehlt, wenn alleine die Grünen geschlossen für Änderungen gestimmt hätten, hätten die 2, die anders abgestimmt haben, schon 4 Stimmengewicht ausgemacht und die anderen beiden noch 2 mehr. Das heißt, es hätte gelangt für die Mehrheit, den Artikel 13 vielleicht rauszustreichen. Und das, finde ich, wissen zu wenige, wie viel das ausgemacht hat, dass die anderen Parteien da unzuverlässig waren, dass sie sich offensichtlich selber uneinig waren, dass Leute aus ihren eigenen Reihen, gerade bei den Grünen, die Frau Trüpel, sogar am Vorabend noch mit Lobbyverbänden sich zusammengesetzt und Werbung für die Reform mit Upload-Filtern und so weiter aktiv gemacht hat. Also die haben da eine ganz große Verantwortung. Und wenn sich die SPD rühmt, wie viele dagegen gestimmt haben, muss man erstens sagen, die haben ihre eigene Fraktion nicht überzeugt. Also die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament hat mehrheitlich dafür gestimmt. Und zweitens muss man natürlich sagen, das geht da jetzt noch durch den Rat. Also da stimmen die EU-Regierungen ab in 2 Wochen. Und im Rat, es ist letzten Endes die Stimme Deutschlands, die den Ausschlag gibt. Würde Deutschland dagegen stimmen, wäre nämlich eine Sperrminorität vorhanden, um diese Richtlinie zu stoppen. Und es ist auch nicht so, dass die SPD zum Beispiel wenigstens eine Enthaltung durchgesetzt hätte, das könnte sie jederzeit. Nein, die Bundesregierung will ausdrücklich zustimmen dieser Reform mitsamt Upload-Filter. Das ist die sogenannte Pizza-Theorie von Frau Bali, die Bundesjustizministerin, gleichzeitig Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl, meint, ja, es sei so eine große Pizza, wenn da ein Stück nicht gut schmeckt, dann müsse man die nicht ganz wegschmeißen. Also die würde ich wirklich mal gerne lebenslang auf Pizza-Diät setzen. Ja, wie gesagt, also Frau Barley von der SPD hätte die Chance gehabt, mit ihrem Veto, das ihr zustand, das Ganze zu verhindern. Und das hat sie immer noch hat sie nicht genutzt. Und zur Pizzatheorie: Wenn ein Stück der Pizza richtig krass verschimmelt ist, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man den Rest der Pizza nicht auch lieber wegschmeißt. Also, dass da ein Stück schon hier der Schimmel schäumt, heißt definitiv, dass der Rest der Pizza vielleicht auch nicht unbedingt essbarer ist. Ja, Frau Barley hat, als sie aufgefordert wurde, ihr Veto zu nutzen, nicht mal sich enthalten, sondern hat gesagt, die ganze Reform, die will ich. Sie hätte mit ihrer Stimme das alles abändern können. Und sie hat ein zweites Mal die Möglichkeit bekommen, ihr Veto zu ziehen oder nicht, nämlich am 9.4.
Und da hat dann die SPD dann dafür gesorgt, dass Frau Barley sich quasi nicht ein zweites Mal als lobbyhörig blamieren muss, und hat die abschließende Ratifizierung nach hinten verlegt, auf den 15.04. zur Europäischen Agrarministerkonferenz. Sprich, Barley muss jetzt nicht ein zweites Mal für Ja stimmen und der Öffentlichkeit zeigen, hey, irgendwas ist da faul, sondern gibt das Ganze jetzt an das einzige CDU-Ministerium, was hier, ich glaube, das Einzige, was hier vor der Europawahl noch tagt, das Agrarministerium, die Julia Glöckner. Und mir fällt kein Ministerium ein, was dem Internet ferner ist als das Agrarministerium. Allerdings, das soll jetzt abschließend über die Zukunft des Internets entscheiden, am 15.04. Das ist, lässt schon so ein kleines Geschmäckle. Es ist ja inzwischen auch rausgekommen, wie es eigentlich dazu kam, dass die Bundesregierung eingeknickt ist. Ihr hat ja, erstens ist es ja so, im Koalitionsvertrag selber steht drin, wir wollen keinen Upload-Filter. Dann war es so, dass die Bundesregierung immerhin noch gesagt hat, wir wollen, dass kleine Unternehmen ausgenommen sind. Und dann sind sie auch da umgefallen, und zwar just am selben Tag, als auf einem deutsch-französischen Treffen verkündet wurde, Frankreich lässt seine Bedenken gegen das Nord Stream Gaspipeline-Projekt fallen. Das heißt, ganz offensichtlich ist es eben so gelaufen, dass es ein Deal war mit Frankreich. Deutschland unterstützt die Urheberrechtsreform, die französische Regierung unbedingt will. Und im Gegenzug machen sie die Gaspipeline mit. Und das ist natürlich so eine Hinterzimmerpolitik und so ein Kuhhandel, dass da zu Recht Proteste dagegen nötig sind. Und deswegen sind auch noch Proteste geplant, bevor diese Abstimmung am 15. April im Rat stattfindet. Kannst du nochmal schildern, was da passieren wird? Genau, also wir haben eine Menge Proteste, jetzt auch diesen Samstag am 6.4. wieder. Ich habe auch gerade mitbekommen, auch hier in Bonn, in Köln. In Köln um 11.30 Uhr gibt es wieder einen Protest. Ist hier jemand vom KV? Ja? Wo? Um 11.30 Uhr auf dem Ron-Kali-Platz ist am, hier direkt vor Ort der nächste Protest. Und es sind explizit Fahnen erlaubt. Und es gibt auch in vielen anderen Städten am 6.4. Demonstrationen. Auch am 7.4. gibt es in einigen welche, wieder europaweit, also auch in Polen ist wieder was geplant. Und natürlich das Wochenende drauf, am 13.4. gibt es auch wieder Proteste. Also jetzt bei mir in München, wir haben am 6.4. keine Demo, wir haben eine Kunstaktion, bei der wir aus ausgedruckten Memes Hashtag Save Your Internet auf dem Boden auslegen werden und dann quasi das Internet ausdrucken, damit die Leute, die mit dem Internet nicht so bewandert sind, dann verstehen, worum es geht. Und wir demonstrieren dann am 13.4. Und ja, es gibt in allen möglichen Städten wieder von den jeweiligen dortigen Piratenparteien organisiert Demonstrationen. Und wir hoffen, irgendwie auf die Agrarministerin einwirken zu können, jetzt mit den weiteren Demonstrationen, dass sie sieht, okay, die Demonstrationen waren einmal schon groß und jetzt gibt's wieder große Demonstrationen. Es interessiert die Leute immer noch. Und selbst wenn sie als Agrarministerin jetzt nicht wirklich beurteilen kann, was jetzt Urheberrecht und Internet, was das für Auswirkungen hat, dass sie dann trotzdem sagt, so, dieses Risiko gehe ich nicht ein. Ich höre auf die Öffentlichkeit, ich höre auf die Interesse der Bürger, der Nutzer, der Urheber und verweigere die Ratifizierung. Ebenfalls in der übernächsten Woche stimmt das Europäische Parlament über den nächsten Upload-Filter ab, und das wissen sehr viel weniger. Es gibt nämlich, bitte? Ja, da geht es nämlich um die sogenannte terroristische Propaganda. Das heißt, als nächstes sollen nicht Urheberrechtsverstöße ausgefiltert werden, sondern vermeintliche terroristische Inhalte, was schon unklar ist, was das sein soll. Und dieser Filter soll so funktionieren, dass sozusagen, wenn solche Inhalte aufgetreten sind, kann eine nationale Stelle, also interessanterweise könnte zum Beispiel auch eine ungarische Stelle sowas anordnen oder eine polnische Stelle, kann anordnen, dass sogenannte spezifische Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass eine bestimmte vermeintlich terroristische Gruppierung nochmal Inhalte verbreiten kann. Und diese spezifischen Maßnahmen sind natürlich im Endeffekt wieder nur ein anderes Wort für Upload-Filter, denn sonst ist es einfach nicht möglich, präventiv sowas zu verhindern. Das heißt, da soll jetzt zum zweiten Mal Upload-Filter verpflichtend eingeführt werden. Und was auch drin steht in dieser
Verordnung ist eine sehr kurze Löschfrist für gemeldete unzulässige Inhalte. Und zwar innerhalb einer Stunde sollen terroristische Inhalte zu löschen sein, und zwar rund um die Uhr und auch für kleine Angebote. Das heißt, es sind gar keine Ausnahmen für kleine Anbieter vorgesehen. Und das ist natürlich ein Irrsinn, denn gerade ehrenamtliche Projekte, die übrigens nicht ausgenommen sind, anders als bei den Urheberrechtsfiltern, gerade ehrenamtlich betriebene Foren, Blogs und so weiter, können das natürlich nicht leisten, nachts innerhalb einer Stunde was zu löschen. Also deswegen könnte das wirklich das Aus für einen Großteil von Internetangeboten bedeuten. Ich glaube, das sind sich viele noch nicht so klar darüber, die jetzt gegen Artikel 13 engagiert waren. Und ich habe jetzt auch heute gelesen, dass wirklich dazu aufgerufen wird, auch vor dieser Abstimmung wieder sich an das Europäische Parlament zu wenden. Das ist diesmal jetzt erstmal nur die erste Lesung, also noch nicht die finale. Aber wir haben ja jetzt wirklich die Erfahrung gemacht bei der Urheberrechtsreform, wenn wir zu spät dran sind, dann ist es eben dann auch zu spät. Und ich glaube, den Fehler sollten wir diesmal nicht wieder machen. Deswegen, wenn ihr demonstriert, Aktionen macht am Samstag, bitte auch auf dieses Thema ganz speziell nochmal hinweisen. Ja, also es heißt jetzt Save Your Internet, also wir retten das gesamte Internet, muss jetzt nicht unbedingt auf ein Fachgebiet bezogen sein. Also damit ihr nicht irritiert seid, das Spitzwort, Spitzname für die Reform heißt TEREG, also für Terrorregulierungsgesetz. Und ja, im Endeffekt kann man sagen, so, wenn es jetzt aufgrund des öffentlichen Protestes mit der Urheberrechtsreform die Zensur über Uploadfilter nicht funktioniert, dann versucht man es bei Terror. Und ich bin schon darauf gespannt, falls jetzt TEREG aufgrund von öffentlichen Protesten gekippt werden soll, was die nächsten Gründe sind, warum die Bundesregierung Uploadfilter will. Ich meine, was gibt's noch? Ja, was weiß ich, Umweltschutz kann man sich ja auch noch irgendwie, braucht man Uploadfilter, weil Stromverbrauch und alles, vielleicht auch mehr Wohnraum, da bin ich echt gespannt, vielleicht, also CDU, vielleicht sagt ihr hier, für mehr Wohnraum brauchen wir Uploadfilter. Also die, ich denke, die üblichen Begründungen werden da wieder mal durchgeackert, bis bei irgendeinem Thema die Netzgemeinde nicht laut genug auf die Straße geht, und es gibt im Endeffekt nur ein Mittel, was wir dagegen haben, und ich meine, wir können ja nicht unser ganzes Leben lang bei jeder weiteren Reform hier wieder dafür auf die Straße gehen, dass unsere Meinungsfreiheit erhalten bleibt und keine Zensur installiert wird. Was wir machen müssen, ist die Politiker austauschen. Wir müssen denen die Stühle vor die Tür stellen, weil wir führen diesen Kampf jetzt schon ewig. Ich meine, ACTA, wie groß waren die Proteste damals? Also in Polen vor allem, aber auch in Deutschland war hier viel los, und ich meine, es waren Minusgrade, und es standen Leute mit Unterhose da und haben gesagt, hey, ich reiß mir die Kleider vom Leib, um hier für meine Freiheit zu demonstrieren. So, und ich meine, man sieht in der Vergangenheit, wir führen diesen Kampf immer wieder, und er ist nicht immer erfolgreich, und es wird uns immer weiter ein kleines Stück unserer Rechte beschnitten. Es wird uns immer ein kleines Stück unserer Freiheit weggenommen, ein kleines Stück unserer freien Meinungsäußerung weggenommen. Es wird immer ein kleines Stück wieder dagegen vorgegangen, und egal wie laut wir protestieren, wenn wir bei einem Thema mal plötzlich nicht aufmerksam sind, hier zack, fehlt wieder das nächste Recht. Und wir müssen diesen Parteien wirklich die Stühle vor die Tür stellen, und wir sagen, wir brauchen jetzt Leute, die Bürgerrechte und Freiheit der Menschen achten, weil wenn wir die wieder und wieder jede EU-Wahl im Parlament lassen, wird das, was sie machen können, immer und immer, immer weniger. Da sind wir jetzt schon fast bei dem Teil und jetzt, Artikel 13 und jetzt, weil ich schon oft gefragt worden bin wegen Klagen und Verfassungsbeschwerden, ob man das wegklagen kann, will ich dazu auch ein paar Worte sagen. Also es ist nicht so ganz einfach, denn diese Urheberrechtsreform ist erstmal eine Richtlinie, die muss umgesetzt werden in den einzelnen Nationalstaaten. Zuerst hat die Bundes-CDU versprochen, wir machen bei der Umsetzung keine Uploadfilter, sind dann aber schnell wieder, jedenfalls nach der Abstimmung, auf den Boden der Tatsachen geholt worden, und selbst Günther Oettinger hat gesagt, natürlich muss auch Deutschland die Uploadfilter umsetzen. Es ist dann allerdings so, dass juristisch sind wir als Nutzer nicht unmittelbar betroffen, wie das so schön Voraussetzung einer Verfassungsbeschwerde ist. Das heißt, was man wohl machen müsste, ist, jemand, ein YouTuber meinetwegen, müsste Klage einreichen gegen Google, es zu unterlassen, Videos vorher zu filtern, die meinetwegen Vogelzwitschern enthalten oder wie auch immer. Man müsste quasi Unterlassungsklage gegen einen
Provider einreichen. Die würden sich dann darauf berufen, wir sind aber gesetzlich dazu verpflichtet. Und dann muss das Gericht eben überprüfen, ist dieses Gesetz eigentlich kompatibel mit dem Grundgesetz, mit der EU-Grundrechtecharta. Und da muss man sich allerdings dann auch durch alle Instanzen kämpfen, denn das fängt dann eben an, wahrscheinlich beim Landgericht und geht dann durch alle Instanzen. Jedes Gericht könnte vorlegen, auch an den Europäischen Gerichtshof, die Frage, ob dies überhaupt so verhältnismäßig ist. Und ich glaube, wir haben da auch ganz gute Chancen, dass der Europäische Gerichtshof das einschränken könnte. Aber es dauert sehr lang. Und ob die Filter komplett abgeschafft werden oder ob es nur irgendwie zu einer Reduzierung auf eindeutigere Fälle führt oder wie auch immer, das weiß ich nicht genau. Letzten Endes ist es eine politische Frage. Und wir sehen eigentlich auch hieran, dass der Grundrechtsschutz auf EU-Ebene noch nicht ausreichend gewährleistet ist. Es gibt nämlich keine europäische Verfassungsbeschwerde. Und das führt eben dazu, dass bei europäischen Gesetzen oder Vorgaben muss man immer den langen Instanzenweg erst gehen. Das kann also lange dauern. Ich denke, wir sollten so und werden es auch versuchen. Aber im Endeffekt wirklich wirksam umsteuern lässt sich dann nur auf politischer Ebene. Ja, als schönes Beispiel, wir hatten ja die WLAN-Störerhaftung, die ja ganz klar grundgesetzwidrig und auch EU-Grundrechtecharta widrig war. Und bis der Prozess abgeschlossen hat, das hat 5 Jahre gedauert. Das war auch ein Pirat, der das weggeklagt hat. Und jetzt mit der Reform, wie gesagt, ich habe hier schon bei der Abarbeiten der Timeline erzählt, haben die ein bisschen umdefiniert, gerade auch, weil halt 2017 diese Studie der Cambridge University kam und sagt, ja, das ist wegklagbar, haben die hier durch diese Umdefinierung, dass die Plattformen alles selbst präsentieren, ja auch ein paar Rechtsprinzipien ausgehebelt, was das Ganze natürlich nochmal erschwert wegzuklagen. Also es gibt das schöne Verursacherprinzip. Magst du das erklären? Ich bin nicht der Jurist. Also es gibt in der Jura das Verursacherprinzip, dass der etwas getan hat, der etwas verursacht hat, auch der sein soll, der zur Verantwortung gezogen werden soll, gemäß den Gesetzen. Und das wird dann natürlich so ein bisschen ausgehebelt, weil hättest du jetzt diese Umdefinierung nicht, könntest du dich immer darauf berufen, hier Verursacherprinzip, der das hochgeladen hat, der hat es verursacht und ist dann hier auch dafür in Haftung zu nehmen. Dadurch, dass die Plattformen jetzt selbst als die definiert werden, die es auf magische Weise hochladen, sind die quasi der Verursacher und dadurch tust du halt dieses alte Verursacherprinzip so ein bisschen, wie nennt man das, so Standbein wegziehen, wodurch das zum Beispiel nicht mehr greift und damit geht auch zum Stück weit auch wieder die Unschuldsvermutung weg, weil ich meine, hey, die Plattform, wo du unterstellst ja dann ja mit quasi damit, dass sie es ja selber hochlädt, dass sie zu jedem Zeitpunkt sich bewusst ist, was da ist und aber ist eigentlich nicht so. Und da tust du halt durch diese Umdefinierung halt ein paar Rechtsprinzipien angehen, die, wenn diese Umdefinierung nicht stattgefunden hätte, es ziemlich leicht ermöglichen würde, das Ganze wegzuklagen, was das dann natürlich wieder schwieriger macht. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Gerichte sehr hohe Anforderungen an diese Filter stellen und sagen, die müssen wirklich, dürfen keine Fehlerrate von höher als 1%, was weiß ich, was sie sich ausdenken, dass sie schon sehr hohe technische Anforderungen stellen. Vielleicht werden sie sogar nicht erfüllbar sein, aber man wird sie wahrscheinlich nicht ganz wegkriegen. Hast du eine Frage? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eventuell eine betroffene Plattform das irgendwie wegklagt und welchen Weg gäbe es da? Also die Plattformen sind auch klageberechtigt, weil die unmittelbar betroffen sind davon. Aber das Problem ist, die Gerichte überprüfen dann nur die wirtschaftliche Zumutbarkeit, also ob das für die wirtschaftlich ein Problem ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei einigen kleinen Plattformen, die das jetzt finanziell nicht schwuppen können, die könnten vielleicht versuchen, Ausnahmen einziehen zu lassen, so für kleine Unternehmen gerade. Aber es bringt uns halt auch wieder nicht wirklich was gegen Upload-Filter insgesamt. Also da wäre mein Rat wirklich, dass betroffene Nutzer klagen sollten, auch gerade bei den Großen und versuchen sollten, die Filter einschränken oder kippen zu lassen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen von einer anderen Sichtweise, aber jetzt sagen wir mal, der Nutzer, der überlegt sich natürlich auch, okay, kann ich diesen Filter irgendwie umgehen oder kann ich den Content irgendwie, kann ich das Geoblocking irgendwie umgehen, kann ich den VPN-Kanal aufbauen, kann ich irgendwie die Infos im Ausland holen, was für Möglichkeiten gibt es da? Also wenn, ich meine, bei Google ist ja im Moment so, die setzen ihr Content-ID sowieso ein, egal von wo man aus was hochlädt. Das heißt, da kannst du den Filter nicht umgehen, ne?
Ja, es gibt schon eine kleine Unterscheidung. Also in Amerika gibt es ja das Fair-Use-Prinzip und wenn du von der amerikanischen IP was hochlädst, ist es da dann schon ein bisschen gelockerter als jetzt hier in Deutschland, also im europäischen Raum, wo das Urheberrecht ein bisschen fester gezurrt ist. Der Unterschied jetzt vor der Reform ist es halt jetzt so, dass halt das zählt, wo es hochgeladen ist, die Rechtslage dort. Und wenn du mit einer amerikanischen IP was hochlädst, dann hast du da halt das dort geltende Urheberrecht und wenn du es hier in Deutschland hochlädst, das ist es hier geltende Urheberrecht. Nach der Reform muss quasi Google, wenn es jetzt YouTube europäischen Nutzern zur Verfügung stellt, dafür sorgen, dass alles, was auf der Plattform verfügbar ist, dem europäischen Urheberrecht entspricht, was dann halt dazu führt, oder halt auch Twitch jetzt beispielsweise, die angekündigt haben, dass sie dann halt einfach nach der Reform sagen, alles, was europäische IP ist, wird blockiert. Klar, du kannst dann das versuchen mit VPN oder Tor zu umgehen. Da gibt es dann einen weiteren Gesetzesvorstoß. Da hatten wir auch eine schöne Pressemitteilung dazu. Ja, das sogenannte Darknet-Gesetz, was sich dann eben genau dagegen richtet und das eigentlich alles kriminalisieren soll, was sozusagen es ermöglicht, Straftaten übers Internet zu begehen, was quasi alles sein kann. Aber ich glaube, dass diese Upload-Filter könnten vielleicht dazu führen, dass dezentrale Videonetzwerke ein bisschen mehr Nutzer bekommen, wie zum Beispiel PeerTube, kennt ihr vielleicht, denn die fallen ja nicht unter diese Nutzergrenze, die da eingezogen ist. Das heißt, wenn jede Instanz von PeerTube quasi nur noch wenige Nutzer hat, dann würden vielleicht die Upload-Filter für die nicht gelten. Und das wäre ja auch nicht schlecht, wenn man mal ein paar Leute weg von YouTube kriegt. Das ist ja selbst eine riesige Datenkrage auch. 3 Jahre. 3 Jahre. Die Plattform muss jünger als 3 Jahre sein. Das ist auch eine der Bedingungen, dass die Ausnahme gilt. Und PeerTube ist schon ein bisschen länger. Aber es ist ja keine eigene Plattform, sondern das ist ja eine Instanz, die du selber aufsetzen kannst. Das heißt, du machst einen PeerTube-Knoten auf und dann nach 3 Jahren muss den dann eben jemand anders übernehmen. Gut, ich muss tatsächlich sagen, PeerTube habe ich noch nie was von gehört. Deswegen kann ich da jetzt aus dem FF keine Einschätzung zu abgeben. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren mal eine Sounddatei auf YouTube hochgeladen. Bin ich jetzt der Urheber oder ist die andere der Urheber oder kann irgendwer dieses Urheberrecht einklagen oder kann ich das gemeinfrei machen, dass eben keiner mehr dieses Vogelgezwitscher für sich claimen kann? Also du bist der Urheber dieser Aufnahme und du kannst diese Aufnahme gemeinfrei machen. Ja, dann kann keiner mehr Amsergezwitscher. Du hast auf YouTube hochgeladen und es gibt in den YouTube-Einstellungen eine Option, mit der du dein Material schützen lassen kannst. Und wenn du diese Option aktivierst, wird alles, was halt jetzt hier Amselzwitschern hat, wird dann halt hier gesagt, Urheberrechtsverstoß, weil es deine Sache. Ob es die Optionen gibt, dass du es gemeinfrei machen kannst, ich glaube nicht. Also auf YouTube wahrscheinlich nicht. Auf YouTube gibt es die Möglichkeit nicht. Also entweder schützt du es oder du schützt es nicht. Das ist ja ein Kritikpunkt an YouTube, dass sie die Rechte nehmen, wenn du da was hochlädst in dem Moment. Ne? Aber du kannst natürlich an allen deinen Werken rechtlich, kannst du die gemeinfrei stellen. Worauf man zum Beispiel nicht verzichten kann in Deutschland, ist auf die Urhebernennung. Also du hast immer ein Recht, dass du als Urheber genannt wirst. Kann man nach deutschem Recht auch nicht drauf verzichten. Aber du kannst es zum Beispiel unter CC-Lizenz stellen und das heißt, du forderst das nicht ein. Also du könntest jetzt quasi hingehen und sagen, du sagst, du stellst das gemeinfrei und jeder, der es für sich claimt, gegen den kannst du dann halt zivilrechtlich vorgehen. Das ist eine Möglichkeit. Ich bin ja Künstler, habe eine Frage zu Collagekunst und Remix. Collagekunst ist ja seit über 100 Jahren, seit deiner Zeit eine anerkannte Kunstrichtung. Darf ich ab sofort keine Collagen mehr ins Netz stellen, wenn einige Teile dieser Collage urheberrechtlich geschützt war? Genau. Ja und nein. Also die Reform tut es dir nicht direkt verbieten. Also klar, du hast immer noch das Recht auf Parodie und auf Remix. Nur wirst du keine Plattform finden, wo du es hochladen kannst, weil die automatisierten Filter sehen, oh, das ist hier schon mal aufgetaucht, das ist hier schon mal aufgetaucht, das lassen wir nicht zu, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dementsprechend, es wird dir, das, was auch nochmal das Wegklagen erschwert, es wird dir nicht das Recht genommen, es hochzuladen. Du kannst es auf deiner eigenen Webseite schön hochladen, auf die halt außer
du bist Werbekönig schlechthin, so gut wie niemand vorbeischaut. Allerdings, oder du musst halt auch gut bewandert sein, um die Webseite halt aufzusetzen. Allerdings jetzt auf Facebook, auf Instagram, auf was gibt's da noch für Fotoplattformen? Flick, Pixabay, was weiß ich was, wird dir sofort gesagt, nee, kannst du nicht hochladen, haben wir hier schon mal gesehen. Dementsprechend, vor Gesetz darfst du es hochladen, das Recht wird dir nicht genommen. Dir wird allerdings technisch die Möglichkeit genommen, deine Sache zu veröffentlichen. Ja, wozu ich noch ein paar Worte verlieren wollte, wir kommen ja schon gegen Ende der Diskussion, ist halt die Frage, wie können wir sowas in Zukunft verhindern, dass es immer so weitergeht. Und ich denke, der erste Punkt, der wichtig ist, ist, das muss eigentlich die Verantwortlichen richtig teuer zu stehen kommen, dass sie das jetzt durchgezogen haben, wenn auch mit knappem Ergebnis. Das heißt, wir können zum Beispiel jetzt im Wahlkampf die damit nerven, irgendwie auf Veranstaltungen von den entsprechenden Politikern aufkreuzen, immer das Thema ansprechen. Man kann unter ihre Wahlplakate Störer kleben. Sie müssen es bei der Wahl wirklich empfindlich spüren. Da gab es ja schon eine schöne Umfrage, wo die CDU ziemlich eingebrochen ist, denn sonst verstehen die das nicht. Nur wenn das richtig schmerzhaft für die ist und die richtig Stimmen kostet, dann kann da auch ein Umdenken in Zukunft stattfinden. Es gibt ja auch in allen Parteien Leute, die dagegen sind, selbst in der CDU, aber die brauchen halt auch ein Argument, und um sich durchzusetzen. Und solange die Wirtschaftsverbände, die bezahlen, die Parteien mehr Gewicht haben, solange werden die halt auch Politik in deren Sinne machen. Und das müssen wir ändern. Deswegen glaube ich, der erste Punkt ist wirklich, die zur Rechenschaft ziehen und dass die wirklich spüren lassen, dass das Konsequenzen hat. Es gibt ja jetzt auch so einen Aktionismus unter dem Hashtag Parteiaustritt, wo ehemalige CSU und CDU-Mitglieder aus der Partei austreten und quasi öffentlich sagen, hey, ich bleibe so lange aus der Partei draußen, bis ihr das wieder gerade biegt und richtig stellt. Auch in der SPD wird die Aktion zurzeit gefahren, und auch in den Grünen gibt es vereinzelte Mitglieder, die sagen, hey, ich trete aus und nur wenn ihr das wieder gerade biegt, trete ich wieder ein. Und das ist sicher dann auch nochmal eine Aktion, die dann den Politikern aufzeigt, hey, ihr macht hier was falsch. Sehr gute Aktion. Und dann natürlich politische Konsequenzen ist ein wichtiger Punkt für uns. Mehr Transparenz ist, glaube ich, nötig oder hätte geholfen in dem Fall. Denn was im Moment passiert ist, wir wissen, wie oft die EU-Kommission mit wem spricht. Wir wissen aber schon nicht, worum es da geht. Und es gibt auch keine Veröffentlichung von Lobby-Eingaben oder Briefen, die schicken. Also das wäre schon ein Fortschritt, wenn man das, was von Lobbyisten wirklich geschrieben wird, auch zugänglich machen würde. Dann könnten die nämlich bestimmte Sachen, glaube ich, nicht mehr so schreiben. Ein Problem ist, dass die Triloge nicht öffentlich sind. Trilog ist das, wenn ganz am Ende eines EU-Gesetzgebungsverfahrens Parlament, Rat und Kommission zu dritt zusammensitzen, deswegen Trilog, und einen Deal machen. Und das ist halt komplett nicht öffentlich, und das geht nicht für ein Gesetzgebungsverfahren, dass das so im Hinterzimmer stattfindet. Also das muss transparenter werden. Und was auch transparenter werden muss, ist der Rat, also die, wo die einzelnen Regierungen vertreten sind. Die veröffentlichen bisher überhaupt keine Lobbytreffen, keinerlei Papiere. Die Arbeitsgruppen sind nicht öffentlich da. Also das ist überhaupt nicht kontrollierbar, wie die Regierung, wer da sich wie verhält und wie die zu ihrer Position kommen. Also ich glaube, mehr Transparenz würde auch helfen, beim nächsten Mal vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Definitiv. Und wir brauchen auch irgendwie Möglichkeiten, wie Bürger unliebsame Reformen und Gesetze verhindern können. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel eine Petition mit über 5 Millionen Unterzeichnern, die größte Petition zu einem netzpolitischen Thema überhaupt. Wir hatten in München unsere Demo mit, das sind da Zahlen von 50.000 bis 60.000 auf dem Tisch, meines Wissens die größte Demo seit Mauerfall bei uns. Ewig viele Leute, in ganz Europa waren es über 250.000, die an dem Tag auf der Straße waren. Wir haben den UN-Menschenrechtsausschuss, der das Ganze kritisiert hat, eben mehr oder weniger alle Wissenschaftler, die sich mit Urheberrecht und Internet beschäftigen. Und
im Endeffekt haben wir alle möglichen Kriterien erfüllt, die sagen müssten, hey, jetzt kann diese Reform schon mal per se nicht stattfinden. Und irgendwie gibt es da keine Möglichkeit, irgendwas Bindendes zu machen. Und da wäre ich für die Einführung von einem Bürgerveto. Ich meine, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass du definitiv, falls du ins Europäische Parlament gewählt werden solltest, das versuchst umzusetzen. Einfach, dass du sagst, du hast jetzt, weiß was ich, 2 Millionen, 3 Millionen Unterschriften und dann muss ein bindendes Referendum, ein bindendes Votum darüber abgehalten werden, ob eine Reform, die gerade in Abstimmung durchs Parlament ist, überhaupt zugelassen wird oder nicht. Also es wäre, glaube ich, ganz wichtig, direkte Demokratie auf EU-Ebene einzuführen. Das heißt, dass man einfach einen europaweiten Volksentscheid über sowas machen kann. Und ich glaube, dann hätten wir das Projekt auch schon längst gestoppt, wenn das möglich wäre. Das Parlament selber kann es leider nicht einführen, aber ich würde natürlich mich dafür einsetzen, dass das in die nächste Vertragsänderung reinkommt. Ich bin nicht ganz sicher, ob die EU-Staatschefs, die bisher über solche Vertragsänderungen entscheiden, meistens auch im Hinterzimmer und zu sehr später Stunde, ob die Macht aus der Hand geben, indem sie direkte Demokratie einführen. Deswegen haben wir in unserem Wahlprogramm auch zur Europawahl vorgeschlagen, einen EU-Konvent zu wählen, der sozusagen selbst eine neue EU-Verfassung ausarbeitet. Und da sollten natürlich dann auch solche Sachen drinstehen. Echte Transparenz, direkte Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung, das ist auch ein Vorschlag von uns. Warum ist es eigentlich nicht möglich, dass solche Politiker von Parlament und Rat und Kommission sich regelmäßig mal zu einem Thema mit Bürger auseinandersetzen. Also so eine Art Bürgeranhörung auch regelmäßig zu veranstalten. Das fände ich ganz wichtig und ich bin sicher, zu diesem Thema Urheberrechtsreform hätte es sehr viele Bürgeranhörungen gegeben, aber so ein Format gibt es im Moment einfach bisher nicht. Und das zeigt, Brüssel hat echt so ein Lobbyismusproblem. Die reden immer so viel mit Lobbyisten und mit Bürgern wird eigentlich kaum geredet. Und das muss man echt mal umdrehen und vom Kopf auf den Fuß stellen. Ja, definitiv. Und ich denke, es gibt zwar dann immer aus dem konservativen Lager die Argumentation, die Bürger könnten doch was kaputt machen. Bei einem Bürgerveto definitiv nicht, weil wenn du eine Reform hast und die Bürger sagen, wir lehnen sie ab und der Zustand, wie er jetzt ist, bleibt, was will man da groß kaputt machen? Und wenn du jetzt einen Vorschlagsprozess hast, dann dauert das ja ewig und du hast ja alle mögliche Zeit darüber zu diskutieren, alle möglichen Leute, die darüber abstimmen und so weiter, da lässt sich auch nicht so viel kaputt machen, wenn man jetzt so argumentiert. Und wenn wir jetzt schauen, was jetzt hier die CDU-CSU in Sachen Meinungsfreiheit hier kaputt macht und sogar den UN-Menschenrechtsausschuss auf den Plan ruft, dann ist die Frage, wer da was kaputt macht, die Bürger, über deren Köpfe man hinweg regiert oder man selbst. Sollten die sich vielleicht so ein bisschen an die eigene Nase fassen? So ist es, die machen sehr viel mehr kaputt. Natürlich können die Bürger auch irren, das ist keine Frage, aber jedenfalls nicht häufiger als die Abgeordneten. Und sowas steht ja auch unter dem Vorbehalt der Grundrechte und der gerichtlichen Kontrolle und deswegen würde auch ein Volksentscheid natürlich gemessen werden an unseren Grundrechten, da habe ich gar keine Sorge. Was, glaube ich, auch wichtig ist und was dieser Fall gezeigt hat, ist, dass die Netzbewegung eigentlich noch europäischer werden muss. Denn das Abstimmungsverhalten, wenn ihr euch das ansieht, zur Urheberrechtsreform war sehr gespalten, je nach Land. Also in Deutschland haben die meisten Abgeordneten dagegen gestimmt, aber in Frankreich zum Beispiel fast alle dafür. Und da gab es auch sehr wenige Proteste gegen die Reform. Und letzten Endes haben wir zwar versucht, europaweit Proteste zu organisieren, aber stattgefunden haben sie vorwiegend überhaupt, glaube ich, nur in 10 Ländern und davon 15 insgesamt. Ja, und davon aber die meisten auch dann wiederum nur in 5 vielleicht. Und deswegen, das muss irgendwie die Vernetzung der Aktivisten muss irgendwie europäischer werden. Ja, ich denke, es hat halt auch vor allem damit zu tun, ich meine, nennen wir es beim Namen, wir haben zwar die Europäische Piratenpartei mit einem Staatsverband in jedem Mitgliedstaat, nur in Frankreich ist sie halt extrem klein, es ist, da hast du halt eine Handvoll Leute, die da halt aktiv sind und mit einer Handvoll Leute kriegst du als Piratenstaatsverband keine großen Proteste organisiert. Und jetzt klar, in Tschechien gehen gemäß einigen Politikwissenschaftlern die Prognosen bis
zu 25% für die Piraten dort. In Umfragen haben wir auch ein extrem gutes Standing. Hier in Deutschland gibt es auch ordentlich viele aktive Piraten. Auch in Luxemburg mit unseren 13% da in Ostluxemburg im Parlament, bei den Parlamentswahlen. Klar sind da auch die Proteste groß. Und man sieht halt wirklich die Protestbewegung, die europäischen Proteste, umso aktiver die Piratenparteien oder die Staatsverbände der europäischen Piratenpartei in dem jeweiligen Mitgliedstaat waren, umso größer waren auch die Proteste. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, wenn ich das ins Europäische Parlament schaffe, dass man da auch gucken muss, wie kann man die europäische Netzbewegung stärken und besser vernetzen. Also was wir schon machen ist, jeden Herbst gibt es ein Treffen, das heißt Freedom Not Fear, also sozusagen Freiheit statt Angst übersetzt auf Englisch. Und das ist in Brüssel und soll eben auch Aktivisten vernetzen aus ganz Europa. Das gibt es schon, aber es ist offensichtlich nicht genug und da müssen wir dran arbeiten und uns Gedanken machen, wie kann man das noch besser vernetzen, um da nächstes Mal auch einen schlagkräftigeren, flächendeckenderen Protest auf die Beine zu stellen. Und ein Punkt, den ich denke, wir auch ansprechen sollten, ist die Frage, haben wir vielleicht Fehler gemacht in den Protesten gegen die Urheberrechtsreform? Ich denke, was auf jeden Fall schlecht war, ist halt, dass das viel zu spät kam, dieser Protest. Ne? Erst ganz am Ende vor der letzten Abstimmung. Vorher haben wir ja teilweise schon länger viel was gemacht, aber da ist keiner mitgekommen. Also es ist aber immer wieder dasselbe. Das habe ich schon so oft erlebt in den letzten Jahren, dass die Leute erst kurz vor Schluss auf die Straße gehen. Ich erinnere mich an die Abstimmung zur Einführung des ersten Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung, wo wirklich in vielen Städten Proteste waren, Lichterketten gemacht wurden, aber halt einen Abend vor der Abstimmung im Bundestag, da war halt dann auch nichts mehr zu machen. Also in der Politik ist es eigentlich so, am meisten erreicht man sehr früh, wenn noch keiner darüber redet. Ja klar, also es ist ein sehr großes Problem, denke ich auch, dass halt, ich meine, ich bin ja jetzt auch seit zwei Jahren an der ganzen Geschichte dran und versuche hier Proteste auf die Beine zu stellen, zu flyern, Leute zu informieren. Und ich habe halt schon in den Anfangszeiten erlebt, die wurden dann halt noch, statt dass die Leute einfach nur gesagt haben, nee, ich habe noch nie darüber gehört, wurde einem dann noch sogar in den Kopf geworfen, ihr Spinner, was wollt denn ihr? Das Internet wird nie kaputt gehen, die Politiker werden schon das Richtige machen. Und ich denke, gerade in Deutschland ist das Grundvertrauen in die Politik vielleicht ein bisschen zu groß. Also es gibt ja das berühmte Zitat, Korruption funktioniert dort am besten, wo die Menschen glauben, es gäbe sie nicht. Und da sage ich dann nur dazu, willkommen in Deutschland. Also ich meine, du weißt es am besten aus deiner Zeit im Landtag in Schleswig-Holstein. Da hattest du ja zwei Skandale, kann man fast schon sagen, aufgedeckt mit dem Landesrechnungshof und mit dem Landesverfassungsgericht, wo da Absprachen getroffen wurden und nur gemäß Grundgesetz müsste ja eigentlich eine Ausschreibung stattfinden, richtig? Naja, also meines Erachtens sieht das Grundgesetz vor, dass jeder Deutsche das Recht hat, nach Eignung und Befähigung auf jedes Amt auch gewählt zu werden. Und ich finde, das müsste eigentlich auch gelten für die Stellen am Landesrechnungshof und am Landesverfassungsgericht. Mhm. Und das Verfahren, wie die im Moment untereinander aufgeteilt werden, das heißt, nach Stärke der Parteien bekommt einfach jede Partei so ein Vorschlagsrecht und kann einen Teil der Posten besetzen. Das führt halt nicht dazu, dass jeder Deutsche die Möglichkeit hat, sich nach seiner Eignung darauf zu bewerben, sondern die sprechen gezielt Leute an, die irgendwie der jeweiligen Partei oft halt auch nahestehen. Und ja, so kriegen wir nicht die besten Leute. Nee, man muss halt auch vor allem sagen, ich meine, der Landesrechnungshof schaut, ob die Regierung hier ihre Rechnungen gescheit macht und das Landesverfassungsgericht überprüft, ob die Gesetze, die daraus kommen, korrekt sind. Und im Endeffekt haben wir die Situation durch dieses Verfahren, was du mehrfach kritisiert hast, wählt das Parlament seine Kontrolleure selbst. Ja, wir haben hier die Landesrechner, die eigentlich sollte beide Stellen ausgeschrieben werden und der beste Kandidat wird dann gewählt. Stattdessen hast du bei jeder Wahl genau einen Kandidaten, der gewählt werden kann oder nicht gewählt werden kann. Und als Patrick das im Schleswig-Holsteiner Landtag zweimal angesprochen hat, beide Male gibt es ein YouTube-Video davon, beide Male 1000 Aufrufe, mehr nicht. Keine einzige Zeitung, keine Presse hat nicht berichtet, die Leute sind auch nicht drauf gestoßen und man hat im Endeffekt, man hat vor seinen Augen auf YouTube diese beiden Videos, wo ihm dann auch noch Maulkorb verpasst wurde, wo dann gesagt wurde, hier, Herr Abgeordneter, ich entziehe Ihnen hiermit das Wort vom CDU, Dingens, was für einen Posten hat der?
Landtagspräsident. Man hat da im Endeffekt, man kann fast schon sagen, man hat vor seinen Augen fast schon einen Korruptionsfall, der schön aufgedeckt wird. Ihm wird das Wort entzogen und die Leute, die kommen nicht auf das Video. Die Leute kriegen das nicht mit. Die Leute, das ist jetzt schon 2017 gewesen, Leute kriegen das nicht mit. Es passiert vor unser aller Augen. Die Medien verschweigen es, die Parteien verschweigen das sowieso. Und wir haben einfach ein viel zu großes Grundvertrauen hier in Deutschland bei vielen Leuten, die dann halt sagen, ja, das geht schon alles mit rechten Dingen zu, eigentlich sollte es eine Ausschreibung geben, huch, es steht nur einer zur Wahl, ja, hat sich wohl nur einer gemeldet, nee, also dafür sind die Posten zu gut bezahlt. Naja, einen kleinen Erfolg habe ich erzielt. Das Landesverfassungsgericht hat hinterher festgestellt, dass mir nicht das Wort hätte entzogen werden dürfen. Also das habe ich immerhin erreicht. Aber du hast natürlich recht, das ist ein riesiges Problem, dass die ganze Arbeit, die wir damals auch gemacht haben, so nicht berichtet wurde, also dass die Leute nichts davon mitgekriegt haben. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass wir bei der Landtagswahl im vorletzten Jahr im Grunde genommen keine Chance gehabt haben. Einfach deswegen, weil die Leute sagten, wie, euch gibt's noch, wir hören ja nichts mehr von euch, weil wir gerödelt haben ohne Ende. Wir waren die fleißigste Fraktion im ganzen Landtag und keiner hat irgendwas mitgekriegt davon, weil die Medien scheinen zu meinen, die Relevanz bemisst sich nach Umfragewerten oder so. Und ich glaube, bei uns sind sie besonders zurückhaltend mit der Berichterstattung, weil wir ja, Stichwort Urheberrechtsreform, nicht gerade in ihrem wirtschaftlichen Interesse tätig werden. Ja, natürlich. Also einerseits, wir sind so fürs Internet, für die alternativen Medien, und da sind die klassischen Medien dann natürlich ein bisschen nicht unbedingt uns positiv gesonnen. Und auch jetzt gerade bei dieser Moscheleigeschichte da, die jetzt im Landesverfassungsgericht und Landesrechnungshof passiert ist, will ich auch gar nicht wissen, wie sehr denn auch noch die Medien in dem ganzen Sumpf mit drin hängen und wie viel die zu verbergen haben. Und wenn halt erstmal in Deutschland die Stimmung aufkommt, hey, da ist eine ganze Menge faul, wir müssen dagegen vorgehen, wie es beispielsweise jetzt in Tschechien passiert, wo alle möglichen Korruptionsklagen gegen Hinz und Kunz gestartet werden von der Piratenpartei und die Bevölkerung auch aufwacht und merkt, ups, da läuft eine ganze Menge falsch. Sobald diese Stimmung einmal losgebrochen ist, das will man halt vermeiden. Und ich bin da natürlich ein bisschen sehr skeptisch, und es hat jetzt, denke ich, ich meine, Relevanz kommt ja durch Berichterstattung, und ich habe da einen Fernsehbeitrag gesehen, ja, Piraten fand ich eigentlich ganz gut, was sie gemacht haben, aber ich habe in den Medien nie was von denen gehört, scheinbar haben die nichts gemacht, und es ist so eine Wechselwirkung. Man erlebt halt schon, die alternativen Medien in Deutschland sind halt alle relativ oberflächlich, kümmern sich um Schminke und Spiele spielen, politisch ist da nicht so viel, das ist, kocht gerade erst hoch, und die klassischen Medien haben halt tatsächlich in gewisser Weise das Ruder in der Hand, wer gewählt wird und wer nicht, und wenn man dann halt gegen deren Agenda fährt, und dann ist man da halt, steht man blöd da. Im Moment habe ich noch eine andere Baustelle, wo ich da gegen ankämpfe, dass wir nicht vorkommen, und zwar ist das das Thema Wahlumfragen. Da liegen wir im Clinch mit den Umfrageinstituten, weil die selbst bei der Europawahl, wo es ja keine Sperrklausel gibt, trotzdem eine eigene Sperrklausel einführen, indem die meisten sagen, Parteien unterhalb von 3% werden nicht ausgewiesen. Dabei haben die natürlich die Ergebnisse vorliegen von den kleinen Parteien, aber sie sagen sie nicht. Die verschwinden dann unter Sonstige, und dadurch entsteht bei den Leuten eben der Eindruck, die gibt's nicht, oder sie sind irrelevant, oder die fallen unter die Sperrklausel, die es ja gar nicht gibt für die EU-Wahl. Oder vor allem, was mich am meisten ärgert, die Leute, die unzufrieden mit den etablierten Parteien sind und so eine Umfrage lesen, die sehen ja als einzige Alternative die AfD. Also wählen sie womöglich auch noch die aus Protest, oder sie gehen gar nicht mehr zur Wahl hin. Und das ist halt echt traurig, dass den Leuten in diesen Umfragen gar nicht gezeigt wird, hey, bei der Europawahl habt ihr so eine große Auswahl, ihr könnt euch wirklich eine Partei suchen, die gut zu euch passt. Und deswegen haben wir als ersten Schritt erstmal einen offenen Brief geschrieben an alle Umfrageinstitute und an ihre Auftraggeber und gesagt, hey, wie wäre es, wenn ihr mal veröffentlichen würdet? Daraufhin hat ein Meinungsforschungsinstitut immerhin reagiert. Die veröffentlichen seitdem auch monatlich unsere Werte. Könnt ihr auf wahlrecht.de nachlesen. Die anderen weigern sich noch, und da haken wir gerade im Moment nach und überlegen auch, ob wir da rechtliche Schritte ergreifen, weil das echt eine krasse Benachteiligung im Wahlkampf ist, dass unsere Werte, obwohl sie aussichtsreich sind, verschwiegen werden.
Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die du auch im Talk mit Katharina Nukun angesprochen hast. Da gab es ja immer wieder mal Fälle von, dass Politikern im EU-Parlament angedroht wurde, wenn sie jetzt gegen die Reform stimmen, gibt es schlechte Presseberichterstattung. Magst du da ein bisschen noch was zu sagen? Ja, also das hat ja Julia erzählt, dass sie das von Kollegen gehört hat, dass sozusagen die Verleger der Tageszeitung aus ihrem Wahlkreis plötzlich auf der Matte standen und mit ihnen sprechen wollte und ihnen erklärt haben, was die wirtschaftliche Bedeutung vermeintlich dieser Urheberrechtsreform für die Zukunft des Verlages ist und dass, wenn der Verlag finanziell geschwächt würde und diese Reform nicht durchkäme, dass man dann eben auch nicht mehr gewährleisten kann, über die nächste Veranstaltung dieser Abgeordneten vor Ort noch zu berichten. Und das, finde ich, ist auch kein Lobbyismus mehr, sondern das ist echt schon grenzt an kriminelle Nötigung, dann so zu argumentieren. Denn dass die Verlage wirklich ihre Position ausnutzen und hier große Artikel schreiben pro Urheberrechtsreform, ja, das es ist schon problematisch, wenn es nicht ausgewogen ist, wenn nicht auch die andere Seite zu Wort kommt. Aber dass man dann wirklich Abgeordneten so auch noch unverhohlen droht, also das ist ja echt kriminell, da bin ich entsetzt drüber. Ja, da haben ja auch andere Politiker schon das bestätigt, dass es tatsächlich die Sache ist. Ich meine, man hat es ja auch gesehen, als die SPD hier sich ausgesprochen hat, dass sie mit der Reform vielleicht doch nicht mehr ganz so rosig sind, nachdem sie ja so gut wie einstimmig bei der Abstimmung am 12. September, dass sie das Ganze durchgewunken haben, gab es dann auch erstmal direkte auf allen möglichen Nachrichtenmagazinen Artikel mit die SPD stellt sich gegen die Urheber. Und es werden nicht nur von Drohungen berichtet aus dem EU-Parlament von einzelnen Abgeordneten dort, sondern man kann auch tatsächlich sehen, wie die halt zum gewissen Teil auch gemacht werden. Und ich meine, dem journalistischen Anspruch wird das definitiv nicht gerecht, wenn man vor den Abstimmungen ganz viel Propaganda pro Urheberrechtsreform macht, Tatsachenverdrehungen macht und auf kritische Artikel so gut wie gar keine findet und dann auch auf jedem rumhackt an Politikern, der quasi sich so irgendwie gegen die Reform stellt. Und jetzt nach der Abstimmung plötzlich kommen differenzierte Artikel und man verweist immer drauf, ja, wir haben ja jetzt nach der Abstimmung differenziert berichtet. Also ich finde schon, dieser journalistische Anspruch, der ein bisschen verloren geht, das betrachte ich sehr, sehr, sehr mit Sorge. Also was ich in diesem Europawahlkampf auf jeden Fall immer wieder deutlich zu machen versuche, ist halt, dass dieser Einfluss der Wirtschaft und dieser Lobbyismus ein Grundursache eigentlich von ganz vielen Problemen ist, die wir haben. Meistens werden ja die Leute, wenn du sie fragst, was denn die größten Probleme des Landes sagen, soziale Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung, das sind so die Sachen, die den Leuten Sorge machen. Aber was sie sich nicht so richtig klar machen, ist, was ist eigentlich der Grund dafür, warum immer wieder die Politik so entscheidet, dass es sozial ungerechter wird, dass die Steuerlast ungerecht verteilt ist, dass kein ausreichender Umweltschutz umgesetzt wird? Das hat ja eben immer wieder die Ursache, dass Politik im Interesse der Wirtschaft gemacht wird und nicht der Bürger. Und das liegt daran, dass die einfach sich ihren Einfluss auf die Politik kaufen, indem sie massenweise Leute vor Ort haben. Die kaufen sich ehemalige Politiker ein, die natürlich die Connections haben. Ja, zuletzt Sigmar Gabriel habt ihr vielleicht mitbekommen. Das heißt, dieser Drehtürwechsel, es gibt nicht genug Transparenz und es gibt keine ausreichende Regelung gegen Interessenskonflikte. Da kann ein Lobbyist, der im Parlament sitzt, kann gleichzeitig Berichterstatter sein. Also es gibt keine Regel bisher, die sowas ausschließt. Es gibt auch keine ausreichenden Veröffentlichungen der persönlichen Interessen, zum Beispiel, welche Aktien hält ein Entscheidungsträger, würde mich zum Beispiel mal interessieren einfach, ne? Weil das ist ja auch eine finanzielle Sache. Oder hat er vielleicht schon einen Vertrag unterschrieben, dass er nach Ende seines Mandats dann einen bestimmten Posten, Job antritt. Ja? Da gibt es bisher auch keine Karenzzeit für Abgeordnete. Und das werde ich schon versuchen, im Wahlkampf den Leuten klarzumachen, dass wenn sie sich Sorgen machen um bestimmte Themen, dass sie dann eben auch am politischen Betriebssystem arbeiten müssen. Und das ist ja genau unser Thema als Piraten, dass wir dieses politische System updaten wollen und demokratischer machen wollen, transparenter machen wollen, weil dann, glaube ich, auch die Politik eine bessere wird. Jo, und natürlich mehr Bürgerrechte, mehr individuelle Freiheit, das sind unsere Kernwerte. So ist es. Ja, ich danke mich und würde sagen, wir freuen uns auf eure Fragen.
Definitiv. Ja? Ja,